dann schnallen wir uns jetzt mal warm an, meine Freunde. Es geht nämlich weiter mit dem Maoki-Thema. Maoki vs. Annie the Duck hier auf dem Throwaway-Account. Und ich wurde ausgelacht, dass ich den Throwaway-Account abonniere. Aber nee, wir sind mal wieder am Start. Alle Karten auf dem Tisch. Das ist die Response frisch aus dem Ofen an das Annie ganze Annie the Duck-Thema. Du hast das Recht. Für Reacts hier Cam platzieren. Oh, Alter, wie Ehre ist das? Wie Ehre ist das? Ich fühle mich so, als wäre ich hier eingeparkt einfach. Und by the way, an der Stelle, bevor ich es noch vergesse, Shoutout an alle Leute. Wir haben hier beim letzten Mal knapp 96%ige Like-Rate und beim vorletzten Mal 95,3%ige Like-Rate. Ich bin sowas von happy. Und legit vielen, vielen lieben Dank für alle Leute, die da sich beteiligen, auch in der Diskussion, weil das ist wichtig und das ist richtig. Und gehen wir rein ins Video. Duck steht in den letzten Monaten von vielen Seiten stark in der Kritik. Viele Menschen haben über sie negative Erfahrungen berichtet oder teils sehr heftige Vorwürfe geäußert. Auch ich habe mich zum Thema geäußert. Vor etwa 2 Wochen habe ich das erste Mal ausführlich über meine Erfahrungen mit Annie gesprochen. Und danach hat Annie eine Art Antwortvideo gemacht. Also nicht zu all den Vorwürfen, die von allen Seiten gegen sie im Raum stehen, sondern nur bezogen auf mich. In ihrem Video behauptet sie, ich hätte in meinen Vorwürfen ihr gegenüber gelogen und sie stellt es so dar, als hätte sie dafür Beweise gezeigt. Jetzt zeige ich euch, dass ihre Schilderung falsch war. Euch Belege und Beweise liefern. Und damit meine ich nicht weitere anonyme Chatverläufe, die im Grunde nicht für euch nachvollziehbar sind. Nein, ich zeige euch direkte Beweise und eine Reihe von Zeugenaussagen. Imagine, aber ich habe die ganze Party aufgenommen. Auch verschiedene, die in diesem Video mit ihrem Namen und Gesicht aussagen werden. Wir gehen also jetzt die 4 großen Themen zwischen Annie und mir. Okay, paranoide Schizophrenie. Genau, das war das mit den Medikamenten. Dann das Thema, das hat Annie einfach irgendwie weggebrushed, da hat sie gesagt, ah, ich habe mir ja nur Sorgen gemacht, das war, finde ich, der überhaupt schlechteste Punkt in ihrem ganzen Statement. Entjungferungen und Partys. Entjungferungen? Also ich weiß nur von einer Party, handgreiflich im extremen Maß. Okay, das wird dann da um den Stuhlwurf mitgehen. Okay, na schauen wir mal. Mir strukturiert durch. Und danach werde ich euch nochmal eine Übersicht zusammenfassen, welche Vorwürfe denn noch im Raum stehen und auf die Annie ja noch teilweise gar nicht eingegangen ist. Wie gesagt, wir gehen die einzelnen Punkte jetzt strukturiert durch. Ich habe in meinem Video vor etwa 2 Wochen davon erzählt, dass Annie eine Art Schmutzkampagne gegen mich gemacht hat. Genau. Sie hat verschiedenen Leuten Sachen über mich erzählt, die einfach erfunden waren. Eine dieser erfundenen Sachen war, dass sie behauptet hat, ich hätte paranoide Schizophrenie und ich würde mich weigern, meine Tabletten dafür zu nehmen. Um das einmal nochmal ganz klar zu sagen, ich habe keine paranoide Schizophrenie, ich hatte nie paranoide Schizophrenie und ich habe auch noch nie Tabletten gegen paranoide Schizophrenie genommen. So war meine Schilderung im ersten Video. Sie hat in ihrem Antwortvideo dann gesagt, ich hätte gelogen und sie könne es beweisen. Ihre Tabletten abgesetzt hat. Sie behauptet auch, dass sie nie welche genommen hat. Beides ist komplett gelogen und ich kann es beweisen. Das Problem. Und by the way, das stimmt auch nicht. Ich habe nämlich das Video von meinem guten Freund, dem Traymond, angesehen. Ah, schau dich an. Aber vor 3 Stunden erst. Ah, genau, das ist das. Oder ist es das? Ja, ich glaube, das ist das. Ah, er hat nur das Thumbnail geändert. Das habe ich mir vorhin noch angeschaut. Ha, ich bin nicht im Thumbnail. Ha, ich habe es geschafft, Freunde. Und da hat er gesagt so, hier, Shoutout, da hat er gesagt, dass ich gut mit dem Chat interagiert habe. Shoutout, Bruder, das freut mich. Und da hat er nämlich aufgezeigt, dass sie, Maoki, in ihrem Statement auf Twitter damals, auf X, geschrieben hat, dass sie Medikamente nimmt, aber wegen einer anderen Sache. Das bedeutet, Annie hat in dem Fall auch wieder gelogen, indem sie sagt, yo, Maoki hat immer behauptet, dass sie keine Medikamente nimmt oder genommen hat oder sowas, was halt nicht stimmt. Ich weiß nicht, ob das in dem Fall beabsichtigt war oder nicht, aber das hier kurz als Nachtrag. Problem ist, sie geht auf die Tabletten gegen die paranoide Schizophrenie gar nicht erst ein, obwohl es ja genau darum ging. Stattdessen blendet sie Chats ein, aus denen hervorgeht, dass ich Antidepressiva genommen habe. Beziehungsweise nehme ich aktuell noch Antidepressiva für meine posttraumatische Belastungsstörung in einer höheren Dosis als zu der Zeit. Okay. Sie tut dann so, als wäre das irgendein Beweis dafür, dass ich gelogen hätte. So als hätte ich behauptet, dass ich noch nie Tabletten in meinem ganzen Leben genommen habe. Aber das ist natürlich Quatsch. Natürlich habe ich schon Tabletten genommen. Ich habe schon Aspirin und Vitamin D-Tabletten genommen. Ich habe auch Schilddrüsentabletten genommen. Und auch Antidepressiva. Annie blendet in ihrem Video sogar einen Post ein, wo ich ganz genau sage, dass... Genau, das ist der. Trotz hoher Dosis Medikamente und viel professioneller Hilfe kriege ich manchmal keine Luft mehr. Das ist genau das. Trotz hoher Dosis Medikamente. Ich Medikamente nehmen. Medikamente.
Das wird sogar für mich als Außenstehenden, gut, sie wird es vielleicht mit ihr damals besprochen, aber es wird für mich sogar als Außenstehenden so klingen, als wäre es nicht nur ein Medikament hier, ich haue mir nicht nur Aspirin rein oder so, sondern halt verschiedene Sachen potenziell. Ne? Also nicht, dass es jetzt hier spekulierend wäre, sondern im Sinne von, Maoki sagt, sie hat noch nie irgendwas genommen, irgendwelche Tabletten, aber dann schreibt sie das halt so, ne? Und das ist halt dann hier obviously nicht ganz richtig von Ani gewesen. Ich habe also nie behauptet, dass ich in meinem ganzen Leben keine Medikamente genommen habe. Es ging nur darum, dass sie rum erzählt hat, ich würde mich weigern, gegen paranoide Schizophrenie Tabletten zu nehmen. Wie ihr merkt, hat Ani hier mit einem Strohmann-Argument abgelenkt und so getan, als wäre der Vorwurf gegen sie ein anderer. Ja, tatsächlich weigere ich mich auch, Tabletten gegen paranoide Schizophrenie zu nehmen, weil ich sie nicht benötige. an dem Punkt, Ani, stark argumentiert. Auf den eigentlichen Vorwurf. Ja, also sie hat quasi gesagt, doch, Maoki nimmt Medikamente, aber eben das dann auf eine andere Sache geschoben. Und sie hat das dann mit den Antidepressiva begründet und hat dann eben gesagt, dass damals bei diesem besagten Abend, wo es einen Ausraster von Maoki gegeben haben soll, dass Maoki in dem Moment gesagt hat, sie nimmt ihre Tabletten nicht mehr. So. Und in dem Moment, wo sie das gesagt hat, ist anscheinend der Schluss darauf gefällt worden, dass es auf diese Antidepressiva zurückzuführen wäre oder irgendwie so. Und das haben wir auch bei Kevin gesehen. Theoretisch, wenn du Antidepressiva sehr, sehr viel nimmst und dann absetzt, dann könnte das auch zu Stimmungsschwankungen führen. So, aber das sind hier zwei unterschiedliche Gespräche gewesen und das war hier die Bestätigung dafür. Vorwurf ging sie nämlich nie ein. Sie hat den Begriff paranoide Schizophrenie nicht einmal genutzt, weil sie davon ablenken wollte. Also hier jetzt die ganz große Frage, stimmt es, was ich gesagt habe? Hat Ani wirklich diese Lügen über paranoide Schizophrenie und mich erzählt? Naja, hier ist zum Beispiel diese Sprachnachricht, die sie jemandem geschickt hat und da behauptet sie... Die Wahrheit ist, sie nimmt seit 12 Jahren sehr stark... Nee, das ist eine neue... Das ist nicht aus Anis Statement. Oh shit. Sprachnachrichten von Ani an Nella? Weitergeleitet an mich. Keine Ahnung, wer Nella ist. Psychopharmaka. Und für ihre... Warte mal. Nochmal von vorne. Sorry. Sprachnachricht, die sie jemandem geschickt hat. Und da behauptet sie... Die Wahrheit ist, sie nimmt seit 12 Jahren sehr starke Psychopharmaka. Und für ihre paranoide Schizophrenie. Und hat die dann... so 3 Monate, 2 Monate lang ohne ärztliche Aufsicht einfach abgesetzt und dementsprechend ist ihr mentaler Zustand immer schlechter geworden, sodass ich nicht mehr helfen konnte. Ani hat diese... Hektivistin Nella? Die Nella? Ey, Nella goated, by the way. Ey, wenn das die Nella ist, heißt niemand anderer auf der Welt Nella? Ey, es könnte sein. Falls es Nella ist, dann Shoutout. Jules, Dankeschön für den Prime-Sub. Nella hat mir schon viel in der Vergangenheit geholfen, deswegen, gute Frau. Ich glaube, sie macht sich auch nicht strafbar, dass sie dieses Audio von Ani jetzt zeigt. Ich meine, wenn man damit Lügen richtig stellen will, dann darf man das sogar zeigen. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht 100% sicher. Aber ich glaube, es würde in dem Moment ziemlich wurscht sein. Weil ich meine, wenn sie behauptet, wenn Maoki sagt, Ani erzählt über mich, dass ich Medikamente gegen paranoide Schizophrenie nehme. Ani sagt dann nein. Oder nein, das stimmt gar nicht. Ich habe behauptet, dass es da um Antidepressiva geht. Und die nimmt sie. Und dann kommt Maoki her und zeigt diese Sprachnachricht. Holy shit. Flip, flop. Hast du recht gehabt. Maoki hat doch Rechtsanwälte, die werden das schon gecheckt haben. Ich bin gespannt. Weil das ist für mich auf jeden Fall eine Grauzone. Ne? Aber ich verstehe absolut, dass Maoki sagt, ja komm, scheiß der Hund drauf. Diese Nachricht so an Nella geschickt. Das ist eine Hektivist. Wirklich, ihr hattet recht gehabt. Schau dich an. Die kennen manche von euch bestimmt. Und die hat sie mir zukommen lassen, weil sie es krass fand, dass Ani dieses Thema so manipulierend falsch in ihrem Video dargestellt hat. Diese Sprachnachricht wurde Nella bei dem ersten Kontakt mit Ani geschickt. Da kannten die beiden sich also noch gar nicht. Warum hatten sie denn Kontakt? Hat vielleicht Ani, ich meine, das ist jetzt nur Vermutung, oh, da kommt Ifas Core auch noch, holy fucking shit, das wird wild, Freunde, das wird wild. Hat Ani Nella kontaktiert? Um vielleicht vorzubeugen, dass da irgendwas über sie erzählt wird? Ja, ich habe mit gemeinsamen Freunden über die Situation gesprochen.
Annie hat also einer fremden Person einfach so, ohne Anlass, ohne Nachfrage, einfach diese Lügen über mich erzählt. Das ist crazy. Das ist jetzt auch, glaube ich, klar bewiesen. Aber sie hat das natürlich nicht nur Fremden erzählt, sondern auch Freunden und Kolleginnen von mir. Annie und ich hatten zu dem Zeitpunkt, zu dem ich der erste Anruf zum Thema Mauki von ihr erreichte, schon eigentlich seit langem wenig bis gar keinen Kontakt mehr. Dennoch rief sie mich plötzlich an und erzählte mir, dass sie sich Sorgen um Mauki macht, aber für mich spätestens an dem Punkt nicht mehr wirklich ausschlaggebend wirkte, an dem mir in mehreren Telefonaten auch geraten wurde, Mauki besser nicht auf die Dinge anzusprechen, die an ihm... Das ist so dumm. Warum? Dann stellt sich mir jetzt die Frage. Mir stellt sich jetzt die Frage, okay, ich bin jetzt Annie the Duck. Oder ich weiß, was ich alles gemacht habe und was nicht. So, oder vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht hat sie sich nicht mehr daran erinnert oder so, keine Ahnung. Ich weiß, was ich gemacht habe und was nicht. Und dann stelle ich mich in einem zweiten Statement vor die Leute und behaupte das oder und sage etwas, von dem ich weiß, dass es ausgehebelt werden kann. Weil das ist nämlich eine von den Sachen, da konnte ich nichts dazu sagen, weil ich de facto kein Insider bin. Ich habe keine Ahnung gehabt. Es könnte genauso gut sein, in einer anderen Welt, dass Annie the Duck wirklich niemals irgendwas gesagt hat Schizophrenie, so von den Medikamenten. Es könnte genauso gut sein. Da hatten wir alle null Ahnung davon. Und sie hat das gesagt, obwohl sie gewusst hat, oder obwohl es ganz klar war, dass es einfach gelogen war. Das ist crazy. Mir, was sie sagte. Und ganz ehrlich, wenn man sich doch Sorgen macht, dann würde man ja vielleicht befürworten, wenn jemand in der Lage wäre, sich um diese Person zu kümmern, an die man selbst nicht rankommt. Stattdessen sei Mauki aber nicht gut darauf zu sprechen und man müsste sie in Watte packen und sie würde ausrasten und aktuell aufgrund ihrer paranoiden Schizophrenie und der Verweigerung der Medikamente in einer Verfassung sein, in der man nicht mit ihr reden kann. Damit also, ja, mir hat sie diese Gerüchte auch erzählt und auch in Anwesenheit von Vivian. Vivian, meine befreundete Assistentin. Okay, Shoutout. Das ist nicht nur in einem Gespräch, sondern in mehreren immer und immer wieder passiert. Dass es bei den Medikamenten um Antidepressiva gehen soll, hat sie so nicht dargelegt. Über Zeit und mehrere Telefonate hinweg habe ich entschieden, dass ich mir als erwachsene Frau einfach nicht sagen lassen will, wen ich auf was anzusprechen habe, vor allen Dingen, wenn es um solche Themen geht. Also habe ich Mauki kontaktiert und etliche normale, humane und ungefährliche Gespräche geführt, die mich auch dazu brachten, Vivian nach sämtlichen Gesprächen zu sagen, dass ich maximal verwirrt bin und nicht wirklich einordnen kann, was diese schlimmen Dinge und Reaktionen sein sollen. Und so gibt es viele Leute, die das erzählt bekommen haben. Hier nochmal ein Beispiel einer anderen Influencerin, die ebenfalls diese Informationen bekommen hat. Die kam auch mal auf mich zu und schrieb mir damals, Annie hat mir erzählt, dass du paranoide Schizophrenie hast. Ich weiß nicht, was da eigentlich los ist bei euch, aber Annie hatte mir erzählt, dass du paranoide Schizophrenie hast. Du sollst seit 16 Jahren schwere... 16 Jahre? Hä? Also ich glaube, offiziell sind es irgendwie 11 Jahre, wo sie nicht mal Medikamente dagegen genommen hat, sondern gegen was komplett anderes. Dann war es gerade eben in der Sprachnachricht, bilde ich mir ein, 12. Jetzt sind es auf einmal 16. Bruder. Ey, Annie hat mir erzählt, dass Mauki seit 34 Jahren Medikamente nimmt. Das ist crazy. Jetzt mal Spaß beiseite. Medikamente nehmen und jetzt verstehst du nicht mehr, was in eurem Streit passiert ist. Ist da was dran? Sie versteht nicht mehr, was in dem Streit passiert ist. Stimmt das? Auch wenn wir das mit der paranoiden Schizophrenie jetzt geklärt haben, war das ja nicht die einzige Verleumdung, die Annie über mich erfunden hat. Sie hat nämlich auch behauptet, ich hätte Männer vergewaltigt. Davor hatte ich ja auch in meinem Video vor 2 Wochen berichtet. Um das hier auch nochmal ganz klar zu sagen, weder ich noch die Männer sind der Ansicht, dass irgendjemand vergewaltigt wurde. Hier könnt ihr nochmal sehen, was... Okay, es geht hier, by the way, bei diesen Männern. Da hat Annie gemeint, dass es um eine Person geht und nicht drei. Und da habe ich mich auch gefragt, warum das so, also was dann da passiert ist. Und sie hat aber nicht abgestritten, dass sie nichts gesagt hat, sondern sie hat gesagt, dass sie eine Begebenheit oder ich weiß nicht, mehrere gesehen hat, die für sie übergriffig gewirkt haben soll. So. Sowas, ungefähr so war der Wortlaut. Ne? Also Annie hat quasi gesagt, yo, ich habe gesehen, wie Mauki und ein anderer Typ oder beziehungsweise und insgesamt drei andere, also drei Typen eine Connection hatten und da ist etwas vorgefallen, was ich sehr beunruhigend fand und was ich als übergriffig herausgelesen habe. Genau, ich glaube, die Screenshots kennen wir sogar schon. Also das sind jetzt die Chats von Mauki mit den Typen, um den es da geht. Alles klar, danke für die Info. Von mir gibt es da keinerlei Bedenken, Fragen oder Bitten, aber ich würde ungern thematisieren, blablablub. Weil wenn dann irgendwann doch mein Name rauskommt, womit ich eigentlich kein großes Problem hätte, wäre es trotzdem schön, dass nicht im Raum stehen würde. Ja, das macht Sinn. Also
wenn ich da jetzt Privatperson bin und dann wäre ich in so einen Internet-Beef reingezogen, dann würde ich auch sagen, yo, bitte erwähnen nicht meinen Namen und dann ist gut. Wenn du magst, join dich auch gerne deinem Stream im Discord und wir reden darüber, was war und wie Anne das aufgenommen haben könnte, aber für mich bist und warst du nie eine Freundin, sondern einfach nur eine Freundin, die ich sehr schätze. Damn. Nochmal sehen, was ich im letzten... Vorab möchte ich klarstellen, dass Maoki mich nicht danach gefragt hat, ein Statement abzugeben. Die Initiative habe ich selbst ergriffen, weil ich gerne als eins von Anni selbst erkorenen Opfer einige Sachen klarstellen möchte. Ja, das ist sicher auch bei dir im Privatfeld so, yo, Dings, du hattest doch mal was mit Maoki oder so, oder ich habe da mal gehört, dass da irgendwas war, und das möchtest du natürlich klarstellen. Maoki hat nie in irgendeiner Form gegen mich, gegen meinen Willen gehandelt. Maoki hat zwar oft Nähe zu mir gesucht, aber immer auf liebevolle Art und dabei nie aufdringlich oder übergriffig. Ich hatte irgendwann ein Gespräch mit Anni, wo sie gefragt hat, ob das nicht alles etwas zu viel ist und ob Maoki nicht zu stark in meinen Personal Space eindringt, ohne dass ich das eigentlich will. Okay, sie hat das gefragt. Sie hat ihn gefragt, yo, bist du eigentlich cool damit, was Maoki macht? Was ja erstmal gut ist, ne? Wenn dir was auffällt und du findest das eben vielleicht ein bisschen weird, dann fragst du nach, yo, ist es, also passt das für dich? Und dann wird er ja geantwortet haben, ja. Weil ich meine, the fuck? Letzten Video dazu eingeblendet. Okay, warte mal, da ist es doch, gut, das haben wir zwar schon gelesen, aber Maoki ist eine Person, die viel Wert darauf legt, Menschen um sich zu haben, die sie gern mag, und sie hat oft betont, dass sie mich sehr mag und mich gern in ihrer Nähe hat. Ich habe mich mit ihr immer sehr wertgeschätzt gefühlt und ich habe es einfach auch genossen, so viel Zuneigung zu bekommen. Maoki hat mich außerdem oft gefragt, ob sie mich nervt und ob ich lieber alleine sein will. Slater ist mein Mausrad. Allerdings habe ich Anni in irgendeiner Art wohl Zustimmung gegeben, dass es ab und zu etwas viel war und am Ende hat sie für sich selbst entschieden, dass Maoki mich in ihren Augen hat. Also, wenn ich, ja, okay. Maoki war anscheinend eine Person oder ist, oder frag mich nicht, die sehr viel Nähe mag oder so, ist ja scheißegal, na, da kuscheln und dies und das und jenes und passt, ne? Er hat dann irgendwann einmal, also Anni hat dann wahrscheinlich mit mehreren Leuten geredet, oder ist es jetzt die Person? So, oder ist es jetzt die Person von vorhin, die das Gespräch hatte? Und sie hat dann gefragt, yo, ist es cool mit dir und bla bla bla, und der hat dann gesagt, ja, also klar ist sie oftmals so, weißt du, ist halt viel und so, was sie da möchte, aber es passt. So, ungefähr. Ich meine, das ist ja nicht, du kannst nicht sagen, es ist ein bisschen viel, oder was hat er gesagt? Dass es ab und zu etwas viel war und am Ende, ja genau, dass es ab und zu etwas viel war. Ab und zu war es etwas viel. Das ist dann vielleicht maximal, also es gibt auch, by the way, das ist nicht schwarz-weiß oder so. Es ist nicht von, du bist nicht von, yo, ich habe absolut keinen Kontakt zu dir, zu, papp, ich habe dich vergewaltigt, so, sondern da liegt halt auch ein bisschen was dazwischen, so, okay, du warst vielleicht minimal aufdringlich, ah, okay, du warst vielleicht etwas übergriffig, oder du warst schon übergriffig, du warst stark übergriffig, oder du hast wirklich, weißt du, ne? Ja, okay. Allerdings habe ich Anne in irgendeiner Art wohl Zustimmung gegeben. Gut, das haben wir gerade eben gelesen. Im Grunde kam sie, um mich auszufragen und um ihre voreiligen, oberflächlichen Schlüsse für sich bestätigt zu bekommen. Dazu eingeblendet hat. Fazit. Maoki hat mich nie vergewaltigt. Alles war zu jederzeit mit Consent. Anne hat aus ihrem Gespräch nur Keywords herausgepickt, um eine für sie passende Diagnose zurechtzubasteln. Wann war dieses Gespräch zwischen euch auf Madeira? Einen Abend kam Anne draußen in der Schaukel auf mich zu. Komplett wild. Sie hat nie mit mir darüber geredet. Dabei ist es so ein wichtiges Thema. Ich bin so enttäuscht. Ja, safe. Ja. By the way, sie hat einfach den Standard-WhatsApp-Hintergrund. Ja, na, es ist crazy. Das heißt, nur Anni hat das so empfunden und entschieden und behauptet, ich hätte vergewaltigt. Da muss man auch ganz klar sagen, da geht es auch um Situationen, wo sie nicht einmal dabei gewesen ist. Also man muss sich hier vor Augen halten, zwei Menschen sind intim miteinander. Ja, aber es stimmt. Ja, ja klar, Anni hat auch Maoki angeboten, dass da irgendwas halt gehen könnte oder so. Ich meine, wenn sie es ihr nur anbietet, dann ist es jetzt kein Thema. Ja. Sind beide der Meinung, dass es einvernehmlich ist. Achso, vielleicht Hintergrund für Videos entfernen, ja, kann auch sein. Und eine Person, die nicht dabei war, entscheidet gegen den Willen dieser beiden Personen, dass es sich um eine Vergewaltigung gehandelt hat. Das hat Anni dann nicht ein bis zwei Personen gegenüber geäußert, sondern einer ganzen Reihe von Personen. Also Kolleginnen, Managements, Freunden, Bekannten. So viel zu meiner Schilderung aus dem letzten Video.
Aber was sagt denn Annie in ihrem Video dazu? Ich habe das Verhalten von Mauki gegenüber einer, nicht drei, einer mir sehr nahestehenden Person mehrfach als sexuell übergriffig empfunden. Das ist meine Auffassung, was das Thema angeht. Naja, also irgendwie ja gar nichts. In ihrem Video geht sie nicht einmal richtig darauf ein. Also ähnlich wie bei der Sache mit der paranoiden Schizophrenie lenkt sie auch hier stark ab. Sie benutzt auch hier wieder das eigentliche Wort nicht, also Vergewaltigung, obwohl es ja genau um diese Sache ging. Sie spricht stattdessen in ihrem Video nur kurz davon, dass etwas übergriffig war. Natürlich fehlt in diesem Kontext auch der Ausdruck sexueller Übergriff und auch das ist eine Lüge, aber ich fokussiere mich hier auf die Lüge der angeblichen Vergewaltigung. Ja, das ist crazy, wie sie das gemacht hat. Also das war wirklich dann nur so ein Ja, Mauki sagt vielleicht, dass ihr das vorgeworfen wurde, aber in Wahrheit habe ich mir nur Sorgen gemacht. Das ist halt, weißt du, das ist halt schön ausgedrückt. Das kannst du nicht bei jeder Sache sagen. Ja, ich habe mir nur Sorgen gemacht wegen ihren Medikamenten, die sie da genommen hat oder so. Mr. J. Cooper, dankeschön. Ich habe mir nur Sorgen gemacht, weil sie, weiß ich nicht, weil sie so alleine ist und deswegen habe ich so und so gehandelt. Ich habe mir nur Sorgen gemacht um die anderen Partygäste und deswegen haben wir da sie nicht mehr eingeladen zu unseren Partys. Und dass sie auch immer noch dahinter steht. Auch hier noch einmal die Erinnerung, darum ging es nicht. Es ging ja nie darum, dass sie irgendwem erzählt hat, ich wäre irgendwo übergriffig gewesen. Es ging darum, dass sie rum erzählt hat, ich hätte vergewaltigt. Sie widerspricht dem nicht, sie widerlegt das nicht. Weil sie genau weiß, dass sie das nicht widerlegen kann. Sie versucht einfach nur, eure Aufmerksamkeit von dem eigentlichen Vorwurf abzulenken. Auch hier könnte man natürlich sich wieder fragen, wer sagt hier eigentlich die Wahrheit? Hat Annie wirklich erzählt, ich hätte Männer vergewaltigt? Und naja, auch das können Menschen bestätigen, unter anderem auch Eva und Vivian. Ich habe Annie, nachdem die Vorwürfe immer heftiger wurden, mehrfach ausdrücklich mitgeteilt, dass mir keine andere Wahl bleibt, als Mauki ganz offen und ehrlich auf all diese Sachen wie Medikamente, Schizophrenie, Vergewaltigung anzusprechen, weil das heftige Aussagen sind, über die nicht nur im Hintergrund geredet werden sollte. Und ja, Anni hat uns beiden mehrfach in verschiedenen Gesprächen, sowohl telefonisch als auch in Person, bestätigt, dass Mauki diese Vergewaltigung getätigt haben soll. Der folgende Screenshot, den Anni veröffentlicht hat, ist übrigens ein Chat mit mir. Gespräch mit einer Freundin. Warte mal, das ist jetzt von wem? Das ist ein Gespräch zwischen Eva und Anni, aber wer hat jetzt was geschrieben? Ich würde das niemals fragen, wenn ich nicht absolut verzweifelt und am Ende wäre. Kannst du mal mit Mauki sprechen? Der Hass und das Mobbing geht immer weiter. Ich habe immer mehr Menschen zieht sie damit rein und verbreitet Lügen über mich. Kein Streamer will noch mit mir sprechen. Leute sagen öffentlich, dass sie sich von mir distanzieren. Ich gehe an dem Scheiß ehrlich kaputt langsam. Anscheinend hat sie wieder den Hass bei irgendwem entfacht. Irgendwer spricht nicht mehr mit mir. Es ziehen so viele Leute nach Madeira und keiner davon will mit mir sprechen wegen diesen Gerüchten. Gespräch mit deiner Freundin. Hä? Also Anni hat diese Nachrichten an Eva geschickt oder was? Indem sie mich plötzlich darum bat, mit Marki zu sprechen, weil sie weiterhin Lügen über Anni verbreiten würde. Da geht's wahrscheinlich um diese Reverse Hetzkampagne. Also Mauki, wenn ihr euch erinnern könnt, hat das alles mitbekommen und hat dann an die Freunde zwischen, also die Freunde, das ist Mauki, das ist Anni und da gibt's Freunde dazwischen. Und an die hat sie alle so ein PDF geschickt, wo drinnen steht, yo, was geht ab, Friends? Wenn ihr mit Anni nicht mehr, wenn ihr mit Anni noch befreundet seid, dann muss ich den Kontakt zu euch abbrechen, weil ich halte das nicht mehr aus. So, und deswegen haben sie wahrscheinlich in dem Kontext Leute dann von ihr distanziert oder wollten nicht mehr sprechen und so weiter und so fort. Und sie, aber das ist doch crazy, dass Anni dann Eva, der sie diese Sachen erzählt hat, darum bittet, mit Mauki zu sprechen. Das ist taktisch keine gut überlegte Sache. Daraufhin halt auch gesagt, dass Mauki und ich aktuell gar nicht über diese Thematik sprechen und weil sie halt gerne heilen möchte und ich ultra gestresst von meinem Umzug war. Daraufhin folgte bei Anni zu Hause unser letztes Gespräch über die Thematik, bei dem sowohl Vivian als auch ihre Assistentin dabei waren, in der ich gesagt habe, dass ich ihr noch einmal die letzte Chance geben möchte, mir ehrlich zu sagen, ob all diese Behauptungen stimmen, weil ich glaube, dass ich persönlich so mit Mauki nicht befreundet sein kann. Begründet habe ich das unter anderem damit, dass ich selbst schon häufig genug Opfer von sexueller Gewalt geworden bin, weshalb es für mich ein großes Thema ist. Das weiß sie, seit ich in Annis zweiter Wohnung in Aachen vor Anni und Mauki meine Erfahrungen geteilt habe. Auch hier hat sie mir wieder gesagt, dass das die volle Wahrheit ist und Mauki keinen Konsent kennt. Und hat nochmal ganz ausdrücklich von drei Männern namentlich gesprochen, nicht von einem, wie sie aktuell behauptet. Da sie nach wie vor darauf bestand, dass ich Mauki unter keinen Umständen darauf ansprechen soll und ich deswegen gefragt habe, ob die Möglichkeit bestünde, diese
Geschehnisse von den drei genannten Männern vielleicht zu bekommen. Verneinte sie das zunächst und sagte schließlich, sie könnte ja vorsichtig bei einem der drei nachhaken, ob er bereit wäre, diese Geschehnisse zu bestätigen. Anschließend fragte sie mich aber, ob ich wirklich das Trauma der Männer wieder hochholen wollen würde, damit ich meine Gewissheit habe. Schließlich bekam Maoki die Bestätigung der drei angeblichen Opfer, dass diese Vergewaltigung bei keinem stattgefunden hat. Und ich könnte noch weitere verschiedene Zeugen an... Also wenn das hier so passiert ist, dann ist das Wahnsinn. Dann wäre das einfach nur so, okay, ich behaupte was über eine Person. Der Person kann man ja sowieso nicht mehr vertrauen, weil sie mit den Medikamenten und so weiter und so fort. Ne? Dann gibt es drei andere Personen, die ich da auch noch mit involviere, ohne dass sie das eigentlich wollen oder so. Und die darf man aber auch nicht ansprechen, weil wenn man das machen würde, dann wäre das ja retraumatisierend und das wäre ja einfach nicht gut für die. Und deswegen gibt es quasi gar keine Option, außer das einfach zu glauben und so runterzuschlucken. Stay tiny, Noah, dankeschön für den Sub. Vielen, vielen Dank. Besser den Gegenbeweis. Also ich meine, wenn du sowas behauptest, dann musst du einen Beweis haben. Wenn du sagst, ja, okay, ich habe das Gefühl oder ich habe etwas gesehen, was passiert ist und aufgrund dessen leite ich ab, dass es dem vielleicht ein bisschen unwohl gegangen wäre dabei oder so, ne? Und ich habe das dann mit dem abgesprochen, der hat mir das bestätigt, dann natürlich, dann machst du dir ja Sorgen und dann denkst du dir, ja, okay, klar, das ist irgendwie nicht gut und dies und das und jenes. Aber wenn die alle sagen, nee, das stimmt so nicht. Queenie94, dankeschön. Anführen, weil es halt leider ganz verschiedenen Leuten über mich erzählt wurde. Selbst in Managements wurden diese falschen Anschuldigungen gestreut. Und das, obwohl alle Beteiligten ihr widersprechen und diese Story eine haltlose, erfundene Lüge ist. Und das, wisst ihr, was das Verrückteste daran ist? Dass Maoki das auch einfach gleich in dem ersten Video hätte sagen können. Aber das hat sie nicht gemacht, weil sie wahrscheinlich damit gerechnet hat, dass Ani irgendwas antwortet oder so. Und jetzt ist es einfach nur noch mal so ein Double Down. Weißt du, weil jetzt hätte sie keine Karten mehr, die sie ausspielen könnte. Aber jetzt ist noch mal so ein, hey, by the way, hier noch mal die Aussage von wem anderen. Aber eben eine, die Menschen nachhaltig schadet. Stellt euch einmal vor, das würde über euch erzählt werden. Ja, bei Freunden, sicher. Bei Familie, auf der Arbeit, in der Schule. Also, ich habe in meinem Video davon erzählt, dass Anni über mich Unwahrheiten erzählt hat. Scheinbar als Reaktion darauf, dass ich mich von ihr distanziert habe und nicht mehr Teil ihres Systems sein wollte. Scheinbar ging diese Schmutzkampagne los, damit sich Menschen von mir distanzieren und mir nicht mehr zuhören und damit meine Karriere verbaut wird. Anni hat über mich erzählt, ich hätte Männer vergewaltigt. Anni hat über mich erzählt, ich hätte paranoide Schizophrenie. Und Anni hat auch erzählt, ich würde die Tabletten gegen paranoide Schizophrenie nicht nehmen. Das waren meine Aussagen. Und in diesem Video hier habe ich das belegt und bewiesen. Und dass ich hier die Wahrheit sage, weiß Anni. Und deshalb hat sie auch nicht versucht, diese Vorwürfe zu entkräften, weil sie sie nicht widerlegen kann. Stattdessen hat sie Strohmänner gebaut und so getan, als würde es um Antidepressiva gehen und um etwas Übergriffiges. Und deshalb spricht sie in ihrem Video nicht einmal die Worte aus, um die es eigentlich wirklich ging. Wie gesagt, um euch davon abzulenken, was eigentlich das Thema war. Gehen wir zum nächsten Punkt. Ich habe in meinem letzten Video gesagt, dass noch viel mehr abgefuckte Sachen passiert sind, die ich aber nicht breittreten möchte, weil ohnehin schon genug Vorwürfe gegen Anni im Raum stehen. Aber was ist mit Entjungferung? Davon habe ich gar nichts mitbekommen. In diesem Kontext habe ich in einem Nebensatz erwähnt, dass es eine Party mit extrem... Ja, Anni hat recht, sie nimmt keine Tabletten gegen Schizophrenie, eben. ...fragwürdigen sexuellen Inhalten gab. Hin zu einer Party mit extrem fragwürdigen sexuellem Inhalt. Anni hat dann in ihrem Video von angeblichen Sexpartys gesprochen, weil laut ihr die Leute es so verstanden hätten. Ihr wisst, wie man eine Sexparty definiert. Da passieren heftige Sachen, besonders dann, wenn halt so viele Leute involviert sind. Was in der Öffentlichkeit dabei hängen bleibt, ist die schlimmen Sex... Ja, safe. Sexparty. Ja, aber da hat sie nichts geschrieben von wegen Sexparty. Hallo, ich möchte noch anfügen, ich darf nichts zu den Vorfällen Übergriffen sprechen. Ja, da steht nichts von Sexparty. Das habe ich auch bei Trayment gesehen in seinem Video. Da hat er halt quasi so, by the way, ich kann mir gut vorstellen, dass einige Leute da von wegen, also dann auf den Konsens Sexparty aufgesprungen sind oder so. Nur halt eben hier gutefrage.net. Irgendwer hat gefragt, wieso behauptet Maoki, dass eine der Duckfuck für die Sexpartys macht.
wo Leute erniedrigt werden und damit nicht mal einverstanden sind. Hat sie das so behauptet? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Aber ja, gutefrage.net, jetzt nicht gerade die krasseste Quelle. Sexpartys von Annie the Duck. Es war keine wilde Orgie. Erst einmal, ich habe nie von Sexpartys oder Orgien gesprochen. Und ich habe auch nicht den Eindruck, dass das allgemeine Verständnis von meiner Aussage so war. Nein, also ich habe das so verstanden, dass es eine Party gegeben hat, wo irgendwas passiert ist, also irgendeine Aktion, bei der sich eine oder mehrere Personen sehr unwohl gefühlt haben. Und das ist aber einfach so als, naja, haha, wir sind auf einer Party und das ist ja lustig, abgestempelt wurde. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass Anni da mit einem, warte nicht, 80 Zentimeter Triple-Dildo, der sich so drehen kann oder sowas, da so auf die Party kommt und so sagt, was geht ab, Friends? Ich habe unter meinem Video über 3000 Kommentare. Und bis zu Annis Video gab es dort nur literally 2 Kommentare, die das Wort... Ey, ich hab das geschrieben. Sexparty drin hat. Von tausenden Kommentaren. Also war es irgendwie gar nicht so, als hätten mich alle missverstanden und es gäbe eine große öffentliche Debatte über vermeintliche Orgien und richtige Sexpartys. Das geht schon wieder sehr stark in die Strohmann-Richtung, weil Anni direkt wieder so tut, als würde es um etwas ganz anderes gehen. Anni zeigt dann in ihrem Video eine Aufnahme von genau dieser Party. Auf der Aufnahme sieht man lachende Menschen, die PowerPoint. Genau, und hier Mauki im Latexanzug, weil sie hat gehört, dass sie ein 80 cm Dingsdi-Bumsdi. Es ist eine crazy Party mit so Luftballonen. Ey, Bruder, ich schwöre. Ich glaube, ich habe die gleiche Klimaanlage. Ich habe eine ganz ähnliche. Aber meine Klimaanlage ist scheiße. Präsentationen halten über sexuelle Themen. Und dann sagt Anni natürlich, dass es ja jetzt wohl nicht fragwürdige Inhalte wären. Es wären ja keine Sexpartys. Stimmt, der Aspekt der Party sieht ja gar nicht fragwürdig aus. Weil dieser Teil, dass erwachsene Menschen sich zu einer Party verabreden und lustige PowerPoint-Präsentationen halten, auch gar nicht fragwürdig ist. Also ich finde das funny. Ich weiß nicht. Ich finde das funny, wenn man so sagt, ja komm, wir machen halt so einen Spieleabend, ne, und dann machen wir hier so ein deppertes Spiel. Ich habe das mit meiner Freundin auch schon gespielt. Da hatte ich eine Präsentation gehalten über Käse. Das war sick. Hätte dabei sein müssen. Na, ich finde das funny. Aber ich schätze mal, es wird jetzt darauf ausgehen. Bruder, das sind 12 Minuten von 39. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Das können... Das ist quasi hier einen tieferen Aspekt gegeben. Erwachsene so entscheiden. Und das halte ich auch gar nicht für fragwürdig. Keine fragwürdigen Inhalte. Mauki stellt es falsch dar. Es gab fragwürdige Inhalte. Anni stellt es falsch dar. Also entweder habe ich jetzt Quatsch geredet und es gab wirklich nichts Fragwürdiges auf dieser Party. Oder naja, es gab fragwürdige Sachen, die Anni halt nicht gezeigt hat. Was davon ist der Fall? Dreimal dürft ihr raten, was der Fall ist. Also, hier ist der Okay, ich habe die Betroffenes, ich habe jemanden getauft. Ich habe die Erlaubnis von der betroffenen Person bekommen, darüber zu sprechen. Okay, also genau das, was sie eigentlich im angepinnten Kommentar geschrieben hat. Shots fired. Kontext, den ich definitiv extrem fragwürdig finde. Nicht alle Teilnehmer dieser Party wussten davon. Eine Person kam zu dieser Party und wusste nichts davon. Diese Person hatte vorher ihre Jungfräulichkeit verloren und diese Party war eine Überraschungs-Entjungferungsparty. Also was? Bro. Du machst eine fucking Party, weil jemand entjungfert wurde. Vor allem Überraschungs-Entjungferungsparty. Das ist wild. Yo, willkommen. Ich habe 50 Leute eingeladen. By the way, wir wissen jetzt alle, dass du gerade Sex hattest. Geil, oder? Ich hoffe, das freut. Ich hoffe, das ist dir nicht unangenehm oder so. By the way, hier, wir machen jetzt eine PowerPoint-Präsentation. Okay, ja, dann ist es mit der PowerPoint-Präsentation wieder weird. Oh, hier, by the way, hier Consent. Ah, oh, by the way, hier Kondome, Verhütung, wie man das am besten macht und sowas. By the way, hier an deiner Entjungferungsparty. Yo, wart ihr schon mal auf einer Entjungferungsparty? Oder wurdet ihr auf der Sex-Orgien-Party von Annie the Duck entjungfert? Schreibt jetzt eins in den Chat. Holy shit. Frage, warum kommt Mauki dann? Das ist auch eine gute Frage. So eine Party, um zu feiern, dass diese Person ihre Jungfräulichkeit verloren hat. Das war von Anfang an der Plan. Aber das kann Anni euch auch selber erzählen. Hey Mauki, dann schicke ich einfach mal eine Sprachnachricht. Die kannst du laut einfach abhören. Wir haben eine ganz grauenhafte Idee, die wir morgen umsetzen werden. Und schmeißen
eine Entjungferungs-Überraschungsparty. Und wir bereiten alle zu verschiedenen Themen rund um Sex eine PowerPoint-Präsentation vor. Wir haben alle verschiedene Themen und wir machen überraschen mit einem I Just Had Sex-Kuchen. Und das ist sowas von weird. Wollte fragen, ob du mit dabei sein möchtest, dir auch ein Thema überlegen willst, worüber du einen Vortrag halten möchtest. Wir haben noch ein paar Themen offen. Eine PowerPoint vorbereiten willst und vielleicht digital zugeschaltet werden möchtest. Anni, betitelt. Das ist wirklich sehr, sehr weird. Also vor allem das Ding ist halt, du kannst dir da nicht mal gehen. Die machen eine komplette Party für dich mit Kuchen, mit Spielen vorbereitet und dies und das und jenes. Du kannst ja nicht einfach hinkommen und dann sagen, ja, nee, ich gehe jetzt wieder. Dann ist halt, oh, du bist das Spielverderber, jetzt haben wir da alles vorbereitet, na super, bla bla bla. Das ist sehr, sehr weird. Das ist sehr, sehr weird. Es ist aber auch komisch, dass Mauki dann dort war. Gilt es ja selbst als grauenvolle Idee. Ich möchte auch ganz klar sagen, ich kritisiere mich auch selbst dafür, dass ich da mitgemacht habe. Ich kritisiere mich auch selbst dafür, dass muss man machen, dass ich das zugelassen habe. Ich habe auch irgendwie erst später realisiert, in welchem Ausmaß das eigentlich fragwürdig war. Denn wie gesagt, diese eine Person... allein die Antwort, Bro, was? Schmeißen irgendwem eine Just That Sex Party und natürlich weiß die Person nichts davon. Wir bereiten alle Vorträge und Präsentationen und backen Kuchen. Bro, was? Hat Anni damals für irgendwen auch gemacht. Das ist eine reoccurring thing. Yo, du hast gerade eben dein erstes Mal gehabt, du bist richtig aufgeregt und dies und das und du erzählst es da deinen Freunden, ne? So, boah, das war voll schön und bla bla und dann auf einmal sind da irgendwie 20 Leute. Yo, was geht ab? Hier eine PowerPoint-Präsentation übers korrekte Sacken von gewissen Gliedern. Anni bringt das definitiv besser rüber. Da ich nicht da bin, werde ich in sowas jetzt auch nicht unbedingt eingeweiht. Weiß aber nicht, ob ich das so geil finden soll. Hatten überlegt, ob wir dich via Skype zuschalten. Well, I guess. Zwischen mir, Grün, und Annis Angestellten. Annis Angestellter, okay, ja gut. Und wusste nichts von dieser Party. Es wurde... Okay, ja. Hoffe, die Party ist in irgendjemandes Sinne und nicht, weil es zum Spaß anderer zugutekommt. Ideen waren so Sachen wie Hygiene, Basics, Blowjob-Techniken, wie man richtig, okay, und Vanilla People, was jeder draus für sich ziehen kann. Es darf auf jeden Fall nicht ins Lächerliche gezogen werden, sonst verbrennt irgendwer, also die Person daran. Um Gottes Willen, nein. Ja, sowas kann man nur schwer voreinschätzen. You know, I know. Und Anni ist empathisch wie Brot. Oh mein Gott. Der hat das bestätigt. Pass mal, please, drauf auf für mich. Aber ich kenne dich, du rockst es schon. Mach ich. Okay. Okay. Cheapest Creepers, what the flip. Bin ich jetzt irgendwie die einzige Person, die das lustig finde, aber ich meine, es kommt darauf an, wie die betroffene Person damit umgeht, aber grundsätzlich klingt das nach einem angenehmen Rahmen mit Freunden eher lustig als schlimm. Also das Ding ist halt, es kann 100% lustig sein. Es kann 100% lustig sein und es kann 100% die Person das auch voll feiern und das ist die coolste Idee auf der ganzen Welt und so. Das Ding ist halt nur, du weißt es halt vorher nicht. Und wenn es eine Überraschungsfeier ist, dann ist es halt weird, darauf zu flexen, dass die das halt gut findet. Ne? Oder dann ist es schlecht, darauf zu flexen, dass die das halt gut findet, weil du kannst ja auch sagen, yo, by the way, das ist ein Thing, das wir machen, wenn du Bock hast, wir machen dann so eine Party deswegen. Und dann ist es lustig, weil ich meine, okay, der Überraschungsaspekt ist dann halt 2 Minuten gegeben. Oh, was, ihr seid alle hier? Oh, wir machen eine Party? Oh, haha, das ist ja lustig. Zack, und das war's dann auch schon wieder. Aber wenn du dann halt keinen Bock hast, dann bist du die ganze Party halt da und fühlst dich halt richtig unangenehm bei der ganzen Sache. Oder du vielleicht willst du auch gar nicht, dass, hey, komm ich da? Ach, Bruder, ich dachte, ich bin das. Ha, kurz Herzinfarkt bekommen. Und dann chillst du halt dort und du kannst ja nicht mehr wirklich gehen und so. Ja, ich glaube, ich würde mich auch ziemlich schämen. Ja, es ist auf jeden Fall weird. Okay. Oder für diese Person entschieden. Also ich würde einfach nachfragen, yo, findest du das cool? Wenn wir da so eine Party machen, so auf Joke-Basis und die Person sagt, ja, finde ich cool, dann macht die Party absolut kein Thema. Dass sie urplötzlich auf dieser Überraschungsparty ist, die sich um ihre Jungfräulichkeit dreht. Diese Person sollte sich setzen und mitmachen. Und vielleicht der für mich fragwürdigste Punkt, der auch nicht unwichtig ist. Diese Person stand zu dem Zeitpunkt in einem Arbeitsverhältnis zu Anni. Stellt euch mal vor, ihr wurdet zu eurem Chef oder zu eurer Chefin nach Hause eingeladen. Und ihr versteht euch eigentlich ganz gut mit dieser Person. Aber als du ankommst, heißt es,
Surprise! Alle wissen, dass du deine Jungfräulichkeit verloren hast und jetzt gibt es eine Überraschungsparty und du sollst dich setzen und du sollst dabei teilnehmen. Ist das eine Situation, die es einem einfach macht, Nein zu sagen, wenn man... Ja, safe. Das ist... Daran habe ich gar nicht gedacht. Also ich habe auch sehr viel weirden Shit nicht gemacht, also jetzt nicht sowas, ne? Aber halt, gerade auch, wo ich meine Lehre gemacht habe und sowas, weißt du, da ist halt auch immer so, ja, du bist halt der Lehrling, dem kann man halt jede depperte Aufgabe geben und dies und das und jenes. Und das ist irgendwie, manchmal sind Leute auch generell, ich glaube, das ist nicht ganz klar. Ich meine, ich weiß auch nicht, wie alt die Person ist, aber ich meine, so, also die wird jetzt keine 50 sein, schätze ich jetzt einfach mal, ne? Da bist du auch ein bisschen jünger und so. Ey, Blali! Zum ersten Mal gechattet. Bist du echt? erstellt. Na, hört sich legit an. Okay, warte mal. Bei Anis Video war ich die ganze Zeit total verwirrt. Bei diesem finde ich alles völlig verständlich und plausibel. I don't know. Vielleicht auch ein Anzeichen dafür, dass Anis Manipulation wirkt. Also das Ding, so wie Anni das aufgebaut hat, hat sie das extrem smart gemacht, bis zu dem Zeitpunkt, wo dieses Video entstanden ist. Bis zu dem Zeitpunkt. Weil sehr, sehr viele Sachen wurden nicht belegt, aber kontextuiert. Das hat letztes Mal einer geschrieben. Kontextuiert, dargestellt und dementsprechend kann man nichts anderes machen als externer Zuschauer, als entweder Anni nicht zu glauben oder zu sagen, okay, ich weiß es nicht. Und die meisten Leute werden wahrscheinlich gesagt haben, okay, ich weiß es nicht, weil es ist halt einfach nicht ganz ersichtlich. Aber mit dem Kontext, Bro, ja, was machst du dann halt wirklich? Du bist dann wahrscheinlich relativ jung, hast gerade eben deine Jungfräulichkeit verloren, gehst dorthin, möchtest natürlich nicht deine Arbeit verlieren oder so. Ich meine, natürlich, man kann jetzt auch nicht sagen, ja, okay, die Person wäre rausgehaut worden, wenn sie da nicht mitgemacht hätte oder so, nur, na, you know, es hat auf jeden Fall keinen schönen Eindruck gemacht. Und du brauchst vielleicht das Geld oder das war da irgendwo auf Madeira, die wird wahrscheinlich auch vielleicht Deutsch gesprochen haben, schätze ich mal, die Angestellte, also vielleicht ist es da auch nochmal so ein Ding so, das ist jetzt kein Nebenjob, den du halt so kurz machst und sowas, sondern du bist vielleicht auch im Ausland deswegen, ich weiß es nicht. Man sich unwohl fühlt? Ich denke nicht, denn irgendwie ist der Job ja auch mit da involviert. Aber das können euch auch zwei weitere Personen bestätigen, die an diesem Abend dabei waren. Diese beiden Personen möchten allerdings anonymisiert bleiben und deswegen hat sich Rezo netterweise bereit erklärt, diese anonymisierten Zeugenaussagen wiederzugeben. Hey guys, ich mache diesen Einspieler hier nicht, um meine Meinung zu diesem Thema zu sagen. Die hat hier nichts zu suchen. Ich möchte an dieser Stelle einfach Personen die Möglichkeit geben, anonym Stellung zu beziehen. Denn wenn sich jemand anonym äußern möchte, wie soll er das machen? Er kann ja nicht irgendwie Sprachnachricht aufnehmen, dann hört man die Stimme oder ein Video aufnehmen, dann sieht man die Person ja. Und wenn Mauki jetzt in diesem Video einfach einen Screenshot von einer WhatsApp-Nachricht macht, wo sie jemandem schreibt, also würdest du bestätigen, dass das so und so passiert ist? Und derjenige antwortet, ja, for real, Rezo Collab einfach. Er ist einfach nur da, um was vorzulesen. Ja, Shoutout. Und der Name ist aber zensiert, dann könnt ihr damit auch nicht so viel anfangen. Also theoretisch könnt ihr euch ja nicht mal sicher sein, ob es diese anonyme Person dann überhaupt gibt, weil so eine Chatnachricht kann man ja ganz easy machen. Und jetzt ist die Frage, wie kann man dieses Problem lösen? In den alten Medien übernehmen meistens Zeitungen diesen Job. Also eine Zeitung spricht dann mit einem Zeugen und stellt auch Rückfragen und prüft so ein bisschen, ob das überhaupt grundsätzlich plausibel ist, ob die Person überhaupt plausibel dabei war, ob es Widersprüche gibt oder so. Und am Ende sagt die Zeitung dann halt, was die Aussage von der Person war und anonymisiert die Person. Und diese Rolle übernehme ich jetzt praktisch hier. Ich selbst. Genau, also Rezo ist in dem Fall die Bild. Ich war bei dieser Entjungferungsparty nicht dabei, also ich kann zu dem Abend überhaupt nichts sagen, aber ich habe mit zwei Personen, die vor Ort dabei waren und sich anonym äußern wollten, jeweils ein ausführliches Gespräch geführt und stelle jetzt deren Aussagen dar. Meine Zusammenfassung von deren Aussagen habe ich natürlich mit denen gegengecheckt und abstimmen lassen. Bei beiden Personen war es für mich extrem plausibel glaubwürdig, dass die auch auf der Party waren, also aufgrund von Chatinhalten und Fotos, die ich gesehen habe. Kommen wir zur Aussage von Person 1, mit der habe ich circa eine... Okay, ja, das macht Sinn, weil ich meine, Anni hat ja auch einen Teil von dieser Party gezeigt, ne? Und ich glaube, anhand dessen, wenn du eine Person kennst, dann glaube ich, kannst du das ja auch erkennen, selbst wenn halt ihr Gesicht zensiert ist. Oder zumindest macht es halt Sinn, dass es die Person wäre. Stunde telefoniert. Ich lese jetzt einfach ab, damit ich mich im Wording nicht vertue. Die Person bestätigt, was wir durch Annis Sprachnachricht bereits wissen. Es war eine Entjungferungsparty, wo eine Person, die für Anni gearbeitet, überrascht wurde. Auch wurde bestätigt, dass über den Kopf der betroffenen Person entschieden wurde, dass alle von dieser Entjungferung erfahren. Die Person hat erzählt, dass in dem Moment der Party zwar die Stimmung voll positiv und lustig war, aber rückblickend wäre es geisteskrank gewesen. Es hieß, dass niemand wirklich hätte merken können, wenn es der überraschten Person nicht so gut damit gegangen wäre. Weiter heißt es, ich glaube, hätte nie etwas gesagt, wenn es ihm/ihr peinlich wäre.
Ja, das ist halt das Ding, weil jetzt stell dir mal vor, ich weiß ja auch nicht, was das alles für, wenn, ich glaube jetzt nicht, dass du da mit voll vielen Leuten so best friends bist und so, ne? Und dann gehst du dorthin, also ja, okay, ich spoilere mich gleich. Und dann gehst du dorthin und dann, ich weiß nicht, also wenn du wirklich so extrovertierst und extrem selbstbewusst bist und sowas, dann kannst du das machen, natürlich. Aber da, selbst dann denkst du dir, okay, das wäre jetzt taktisch irgendwie unklug oder so, oder scheiß drauf, dann lasse ich dir halt da den Spaß haben und sowas auf meinen Nacken. Ja, also, keine Ahnung. Ich habe das nie, ich bin generell kein so Typ, der das halt mag, dass da irgendwelche so Partys oder sowas für ihn gemacht werden. Ich war auch immer so als Kind, ich hatte nicht wirklich Bock auf so Geburtstagsfeier oder Geburtstagspartys oder sowas. Ich feiere meinen Geburtstag auch gar nicht, ganz einfach, weil ich das nicht. Ich mag das aber nicht so, dass so eine Party wegen mir ist oder sowas. So, na, das ist nicht unbedingt notwendig. Aber wenn dann halt wegen sowas dann auch noch eine Party für mich gemacht wird. Also generell, wenn jemand eine Party für dich plant, das muss ja nicht mal hier ein Jungfrauen sein oder sowas. Allein schon Geburtstagsparty. Es ist einfach der Höflichkeit halber ableitbar, dass du sagst, okay, ich gehe da nicht. Und wenn es einen weirden Touch dazu hat, wie, yo, du wurdest gerade in die Jungfrau und deswegen, so, weißt du, was ich meine? Was ist, wenn ich dir eine Überraschungsparty mache, weil du deine fucking, weiß nicht, Darmspiegelung gemacht hast? Ist safe unangenehm, aber ich meine, gehst du dann? So irgendwie nicht, oder? Hätte es einfach durchgezogen und ertragen. Also das ist ein Darmkuchen. Insgesamt wurde es so eingeschätzt, dass sich diese Party nicht gut auf die betroffene Person ausgewirkt hat. Ich glaube, dass ihm/ihr das auf jeden Fall mehr geschadet hat als geholfen. Das war jetzt die Aussage von Person 1. Jetzt kommt die Aussage von Person 2. Und das ist nicht nur irgendwie ein Zeuge/Zeugin, sondern das ist die betroffene Person jetzt. Also jetzt kommt die Aussage der entjungferten Person. Mit der habe ich auch eine Stunde telefoniert. Die Schilderung der betroffenen Person deckt sich mit allem, was wir bisher gehört haben. Vorweg, sie betont, dass sie den einzelnen Gästen der Party rückblickend nicht nachtragend ist. Vor allem zu diesem Zeitpunkt hätte es eine sehr weirde Gruppendynamik gegeben und die Person ist sich sicher, dass alle an dem Abend die Intention hatten, einen schönen Abend zu haben. Trotzdem sagt sie Folgendes. Sie wusste nichts von dieser Party, sie wusste nicht einmal, dass es irgendeine Party gibt. Die Person wurde überrascht und als sie verstanden hat, dass es eine Party für die eigene Entjungferung ist, war es ihr unangenehm. Sie sollte sich dann setzen und die Präsentation sehen. Das war ihr auch unangenehm, vor allem, weil sie ein, zwei Gäste auch nicht besonders gut kannte. Wisst ihr, was auch mega weird ist, by the way? Ich meine, ja, safe. Ein bis zwei Gäste nicht gut kennen und sowas und dann sind die dort bei deiner Entjungferungsparty. Wenn so auf so Familienfeiern oder sowas oder auf so Hochzeiten oder sowas dann so eine PowerPoint-Präsentation kommt und da kommen irgendwelche saudepperten Bilder von dir, weil sich irgendjemand so eingebildet hat, der muss da die dümmsten Bilder überhaupt nehmen und die werden da vor hunderten Leuten präsentiert. Zum Glück ist mir das noch nie passiert, aber ich schwöre, wenn das mal jemand bei mir macht, I won't forget. Ich suche mir die deppertsten Bilder raus. Oder ich bin gut im Photoshop. Ich Photoshop dich einfach irgendwie hier, keine Ahnung, neben Angela Merkel oder sowas. Dann spiele ich das auf deiner Hochzeit ab. Die Person wurde mehrfach aktiv dazu aufgefordert, Darstellungen vorzuführen. Also Das ist weird. Das ist dieses beschissene Ding von, ja, ich kann da jetzt nicht Nein sagen. Oh, steh mal auf und führ mal vor, wie ihr das gemacht habt oder so. Keine Ahnung. Zum Beispiel sollte die Person mit einer anderen Person vormachen, wie man sich jemanden klärt. Oder sie sollte an einem Ballon vormachen, wie man es sich selbst macht. Und dabei dachte sich die Person, dass diese Party ja für sie geschmissen wurde und sie somit kein Spielverderber / keine Spielverderberin sein wollte. Und deswegen dachte sie sich dann, egal ob es peinlich ist oder nicht, fuck it, lächeln und winken und einfach durch damit. Nach der vierten Präsentation war es dann vom Schamgefühl egal, nach dem Motto, das Kind ist schon in den Brunnen gefallen. So viel zur Aussage von der zweiten Person, insbesondere der letzte Part war auch das Wording von dieser Person. So, das ist jetzt mega beschissen, dass Anni wirklich das Video dazu eingeblendet hat, ne? Das ist ordentlich nach hinten losgegangen. Ich habe jetzt die Aussage von einem anonymen Zeugen / Zeugin dargestellt und zusätzlich noch von der betroffenen Person. Ich bewerte das hier nicht, ich bin raus, ciao. So, nachdem ihr jetzt den Kontext und den Inhalt dieser Party kennt, was würdet ihr sagen? Problematisch, fragwürdig? In jedem Fall konnte ich zeigen, dass meine Äußerung hin zu einer Party mit extrem fragwürdigem sexuellem Inhalt völlig in Ordnung war. Und ja, das macht Sinn. So macht das absolut Sinn. Ich sag dir ehrlich, ich hätte nicht gedacht, ich habe bei vielen Punkten habe ich gesagt, ich glaube, dass Mauki sehr viele Sachen sehr leicht dementieren kann und aushebeln kann und mit extra Infos und bla bla bla. Aber ich habe mir gedacht, das Einzige, was passieren könnte, wäre, wenn sie sagt, dieses Video, was Anni gezeigt hat, dass entweder davor oder danach noch irgendwas passiert ist. Aber ich meine, währenddessen, ja, okay, du redest da über Gleitgel und über dies und das und jenes, wenn interessiert ist. Das sind alles erwachsene Menschen, die können das ertragen. So, aber
Na, mit dem Kontext 100%. Und hier ist jetzt auch völlig egal, ob es sehr fragwürdig, ein bisschen fragwürdig, extrem fragwürdig ist. Darüber zu debattieren, wie fragwürdig das ist, lenkt ja eigentlich schon wieder von dem eigentlichen Punkt ab. Hier war etwas definitiv fragwürdig. Und das weiß Anni natürlich auch, weil es nicht schwer ist, darauf zu kommen, dass manche Aspekte dieser Party einfach fragwürdig waren. Dass sie trotzdem öffentlich so getan hat, als wäre sie völlig ahnungslos, weil ja alles so harmlos war, das verstehe ich nicht ganz. Das verstehe ich auch nicht. Weil sie doch hätte wissen müssen, dass ich jetzt dazu gezwungen bin, das alles richtig zu stellen. Vor allem halt, das ist halt wirklich so das Ding. Ich verstehe nicht genau, was Anni hier vorhatte, weil wenn sie wirklich dieses Video postet und expected, dass halt gar nichts von Mauki zurückkommt, obwohl klar ist, was hier passiert ist. Vielleicht hat sie sich auch gedacht, naja, Mauki war ja auch bei dieser Party, deswegen könnte sie ja auch nicht das Motto von dieser Party sagen. Das, was so weird war an dieser Party, das kann sie ja nicht sagen, weil dann würde sie sich selber auch wieder in ein schlechtes Licht rücken. Und das ist true. Alle Leute, die bei dieser Party waren, wissentlich, dass es darum geht, sind darin involviert. Natürlich, Anni hat die Party geschmissen, ganz klar. Aber das ist alles eine komplett weirde Situation und davon darf man nicht ablenken oder sowas. Ne? Und Anni hätte ja auch nicht sagen können, dass danach oder davor irgendwas Weirdes passiert ist, weil es ist ja nichts passiert. Und da würde sie sich ja auch strafrechtlich hier relevant in den Wasch schießen, ne? So ungefähr. Deswegen sehr, sehr blöd. Und damit hat sie sich jetzt, glaube ich, keinen Gefallen getan. Abschließend zu diesem Thema möchte ich noch einmal betonen, und das ist mir ganz, ganz wichtig. Im Gegensatz zu Anni habe ich mich schon in meinem ersten Statement-Stream öffentlich dafür entschuldigt, dass ich bei Sachen mitgemacht habe und dass ich Sachen zugelassen habe. Es tut mir von Herzen leid, dass so etwas und andere Dinge überhaupt passiert sind. Und ich bin unendlich froh, dass sich so viele Menschen zu Anni geäußert haben. Denn jetzt habe ich endlich die Hoffnung, dass solche Dinge nicht mehr passieren werden und die Zukunft vielleicht besser wird. Ich habe mich mittlerweile auch mit vielen Menschen aus Annis altem Umfeld ausgesprochen und wir sind mittlerweile auf einem guten oder neutralen Grund, nachdem wir die Manipulationen bei uns allen aufgedeckt haben. Kommen wir zum letzten großen Punkt. Ein geworfener Das ist viel, viel besser, als ich dachte. Stuhl, der nie geworfen wurde. Okay. Es gab einen Abend, an dem ein paar Leute Gott. Bei Anni waren und von dem ich sehr wütend abgezischt bin. Davon habe ich ja in meinem ersten Video schon erzählt. Die Alte ist auch einfach nur zufrieden, wenn Anni so ekelhaft das Ganze. Also legit, ich verstehe natürlich, wenn man auch kein Fan von Mauki ist oder so. Aber jetzt stell dir mal vor, in deinem Freundeskreis wird über dich erzählt, dass du drei verschiedene Männer vergewaltigt hast. Dass du dies gemacht hast, dass du jedes gemacht hast, dass du unter paranoider Schizophrenie leidest, was bewiesen wurde, ne? Das wurde auch mit Zeugenaussagen gedeckt. Dann, dass du Bullshit erzählst über sexuellen Inhalt bei einer Party, einfach nur um einer anderen Person zu schaden, was aber jetzt in dem Kontext natürlich komplett anders ist. Und da kann ich nichts anderes sagen, als dass Mauki hier recht hat. Natürlich, man kann sich darüber streiten, inwiefern das alles hier in die Öffentlichkeit gehört und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist wie so ein Dominostein. Du tippst so einen an, diese 2,50 € Donation. Da hat jemand kommentiert unter dem Video von Anni. Ja, die Leute, die beschweren sich immer über die Inflation. Schau dich an, was du mit 2,50 € also anstellen kannst. Genau, und jetzt noch das mit dem Stuhlwurf, ne? Mit dem Stuhlwurf, was ja normalerweise nur in Affengehegen passiert. Na, aber hier geht es darum, dass sie einen Stuhl auf eine andere Person geworfen haben soll, oder? Knapp verfehlt. Das war das Ding. Ich habe jetzt. Also ich sehe das absolut ein. Alles, was sie bis hierhin gesagt hat, fand ich sehr, sehr gut. Und ich glaube, da war nichts dabei, wo ich irgendwie sagen kann, nee, das kann man hier in Frage stellen. Dass ich auf den Tisch gehauen habe, dass ich laut geworden bin und dass ich dann gegangen bin. Anni schildert die Situation etwas anders. Mauki hat mehrfach aggressiv auf den Tisch geschlagen und ihr Handy auf den Boden geschmettert. Natürlich alles, indem sie wahnsinnig laut geschrien und gebrüllt hat. Und als ob das alles nicht schon verstörend genug ist, sie aufgestanden hat, einen Stuhl gegriffen und in Richtung eines Gastes geworfen und diesen auch nur knapp verfehlt. Also wir erzählen die Geschichte ziemlich ähnlich. Der Hauptunterschied dabei ist, dass sie behauptet, ich hätte einen Stuhl geworfen und dabei einen Gast nur knapp verfehlt. Und dabei macht sie diese Wurfbewegung.
Sie sagt doch, dass da noch 7 weitere Personen anwesend waren, die das auch bezeugen könnten. Und alleine bei dem fliegenden Stuhlabend waren noch 7 andere Leute im Haus. Krass, das klingt total überzeugend. Das würde ich dann ja auch glauben, weil sie würde ja nicht einfach von so vielen Zeugen sprechen, wenn diese ihr total widersprechen würden, oder? Doch, leider schon. Einen Stuhl, nicht mit Stuhl geworfen. Ja, das war vorhin ein Joke von mir. Ich weiß, dass sie einen sogenannten Sessel, ein vierbeiniges Sitzgerät geworfen und haben. Und hier sind also die Belege, die ihr widersprechen. Erst einmal waren 9 Leute auf dem Grundstück und nicht 7 Leute. Okay. Eine Person war zu dem Zeitpunkt im Haus, 3 weitere Personen saßen im Whirlpool. What the fuck? Was kommt jetzt hier? Hier, by the way, ich habe den Bauplan aufgezeichnet. Und wenige Meter davon entfernt saßen Annie, ich und 2 weitere Personen. Okay, warte mal. Oh ja, das machen wir jetzt. Das machen wir jetzt. Das machen wir jetzt genau so. Warte mal, wir haben hier die Vogelperspektive. Zack. Hier ist die Veranda und hier befindet sich ein Whirlpool. Ne? Ich freestyle das hier. Wir zeichnen ein. Uno, dos, tres personskis im Whirlpool. Wie haben wir ausgeschaut? Eine Person war zu dem Zeitpunkt im Haus. Okay, eine Person in the building. Zack. 3 weitere Personen saßen im Whirlpool und wenige Meter davon entfernt saßen Annie, ich und 2 weitere Personen an einem Gartentisch. Eine Person kam kurz vorm Zeitpunkt des Geschehens dazu. Hi, ich bin Daniel. Ich kenne sowohl Mauki als auch Annie mittlerweile mehrere Jahre. Ich habe Mauki 2015 kennengelernt, Annie habe ich das erste Mal Ende 2016 getroffen und ab. DT Ronic, der hat auch einen YouTube-Kanal oder was? DT Ronic. Na? D-Tronic? Achso, das ist irgend so ein Schlaginstrument oder was? Janos Dobol. Na, shoutout. 2019 für 1,5 Jahre für sie gearbeitet. Damals war ich ihr erster Personal Assistant. Ich habe mich bisher rausgehalten, muss jetzt allerdings eine Aussage machen als Zeuge, weil Annie schlichtweg nicht die Wahrheit sagt. Ich war an dem angeblichen Stuhlwurfabend eine der anwesenden Personen. Ich war nur da, um Mauki abzuholen und habe die ganze Szene so mitbekommen. In dem Augenblick, um den es geht, stand ich direkt mit Mauki und Annie und anderen am Gartentisch. Mhm. Es waren noch ein paar Leute im Jacuzzi. Mauki und Annie hatten einen Streit. Mauki ist laut geworden, hat auf den Tisch gehauen, hat ihr Handy auf den Tisch geklatscht, ist dann aufgestanden und hat ihren Stuhl an den Tisch geknallt. Im Grunde so, wie man einen Stuhl ranstellt, halt nur, wenn man wütend ist. Viel ruckartiger. Das war es dann auch schon. Mauki ist dann gegangen. Okay, also soll hier wahrscheinlich, warte mal, ich zoome hier mal ran. Zack, ich zoome hier mal ganz kurz ran. Das ist der Tisch. So. Uno, dos, tres, cuatros. Und er daneben. Wer ist da dazugekommen? Und sie soll den Stuhl wahrscheinlich so nach vorne gedingselt haben oder so, vielleicht leicht auf die Seite oder so, dass die Person daneben, das ist ja die einzige Möglichkeit, weil da hinten kann sie ja nicht hinwerfen, das ist ja keine 10 cm oder so, dass die Person daneben 10 cm verfehlt wurde. Oder? Ich meine, das ist eine andere Situation als, ich habe mir das so vorgestellt, die stehen da alle im Haus drinnen oder so, zack, und dann ist sie hergekommen und hat gesagt, ja, ich, und außerdem bin ich sauer auf dich, und dann hat sie so den Stuhl irgendwie so hin. Weißt du, was ich meine? Milchbaum hat es tatsächlich sehr gut nachgespielt mit dem Stuhl live im Stream. Ja, es kann sein, aber Milchbaum war ja auch nicht dabei. Das ist halt das Problem. Also sie hat diese Erzählung auch nur bekommen. Vielleicht auch von ihm. Vielleicht auch von ihm. Ne? Es gab keine Handgreiflichkeiten. Es wurde nicht im Entferntesten ein Stuhl geworfen oder sonst irgendjemand verletzt. Natürlich war es eine scheiß Situation, aber es gab keine körperlichen Angriffe auf irgendwen oder so. Kurz gesagt, so wie Annie es darstellt, ist das nicht gewesen. Punkt. Falls das... Das ist so dämlich. Das ist so... Ich verstehe halt nicht. Ich meine, das bin halt nur ich. Aber ich verstehe nicht, dass wenn du von einer Situation redest, wo 1, 2, 3, 4, 5, 6 Personen, abgesehen von Annie und Mauki daneben stehen, dass du dann die Situation so darstellst, als hätte sie einen Stuhl geworfen, was de facto, zumindest laut der Aussage, nicht so passiert ist. Ich meine, irgendwas ist passiert und ein Stuhl wurde sehr schnell in Bewegung gesetzt, na? Weil das liest sich ja auch aus den Nachrichten raus, die Annie
gezeigt hat. Ich weiß nicht, ob diese Nachrichten jetzt, ob sie da noch drauf eingeht oder nicht, weil sie da gemeint so, ja, das sind irgendwelche anonymen Leute, die das gesagt haben und so weiter und so fort. Aber es wurde ja davon geredet, dass ein Stuhl geworfen wurde oder ich weiß nicht mehr, ob geworfen oder halt auf jeden Fall, dass der Stuhl hingefetzt wurde, so hingedingselt. Dementsprechend, es macht Sinn, dass du diese Chatnachrichten liest und das in einem anderen Kontext anders darstellen lassen könntest. So. Kommt noch? Woher weißt du das? Woher das Video ist gerade eben rausgekommen. Okay, nicht reicht, gibt es noch eine weitere Zeugenaussage von zwei weiteren Personen, die an diesem Abend anwesend waren. Ich bin's nochmal mit anonymen Zeugen. Auch diesmal gilt wieder, ich war an dem Abend nicht dabei, ich kann dazu nichts sagen, aber auch hier habe ich wieder mit zwei Zeugen/Zeuginnen gesprochen, die anonym bleiben wollten. Das sind übrigens alles andere Personen, also die anonymen Zeugen bei der Entjungferungsparty sind nicht dieselben wie jetzt oder so. Wir müssen die jetzt gar nicht einzeln durchgehen, weil die Aussagen dieser beiden Personen so deckungsgleich waren, dass ich es in einem einfach erzählen kann. Vorweg, ich habe auch hier wieder mit beiden ausführlich gesprochen, beide hatten in ihren Schilderungen keine für mich erkennbaren Widersprüche oder so und meine Zusammenfassung von jetzt wurde auch von denen schriftlich bestätigt, beziehungsweise miteinander formuliert. Im Prinzip kann man es kurz fassen. Beide sagen, dass sie zu dem Zeitpunkt Aussagen der Zeugenrollenden. Punkt auch draußen wenige Meter neben dem Geschehen waren. Beide sagen, dass Mauki auf den Tisch gehauen und lautstark ihren Frust gezeigt hat. Beide sagen, dass es aber nicht mehr als das war. Zitat, sie ist einfach nur laut geworden. Also beide sagen, dass sie keinen Stuhlwurf oder Ähnliches mitbekommen haben. Beide waren sich sehr sicher, dass die Leute, die am Tisch saßen, auch unmittelbar nachdem Mauki dann gegangen ist, auch erstmal weiterhin am Tisch sitzen geblieben sind. Es wurden auch keine umgeschmissenen Möbel oder irgendetwas in dieser Richtung gesehen. Für beide ist an dem Abend also absolut nichts super Dramatisches passiert. Woher dieser Stuhlwurf kommen soll, können also beide nicht nachvollziehen. Und noch als abschließende Info, beide Zeugen, Zeuginnen sind nicht besonders close mit Mauki oder so. Okay, das waren jetzt zwei anonyme Zeugenaussagen für diesen Abend. Ich bewerte das hier nicht. Ciao. Also wie wir sehen, drei Zeugenaussagen decken sich mit dem, was ich gesagt habe. Alle drei widersprechen dem angeblichen Stuhlwurf, den Annie behauptet hat. Auch die Streamerin Milchbaum hat sich öffentlich nach... Und jetzt musst du mal vorstellen, das sind hier zwei von vier Themen, die wir behandelt haben, sind innerhalb von 10 Sekunden aufgekommen. Weil es ging um den Stuhl. Es ging um den Stuhl und es ging darum, dass sie in dem Moment irgendwas von wegen Medikamenten gesagt haben soll. Und das waren zwei von diesen Themen. Und da kannst du auch mal sehen, wie krass man so ein Thema aufbauschen lassen kann, obwohl da anscheinend einfach gar nichts passiert ist. Oder so gut wie gar nichts. Ich möchte nicht sagen, Skarkus gar nichts. Skarkus spendet 3 Euro auf entspannten Johannes. Skarkus, vielen lieben Dank für die 3 Öcker. Dankeschön. Hören sagen, Stuhl geworfen, 10 Zentimeter an wem vorbeigeworfen. Sie hat sich aufgeregt, mit der einen Hand den Stuhl im Zorn geschoben. Vielleicht ist ein Glas umgefallen und es wäre 10 Zentimeter neben ihr gesessen. Ja, safe. Also klar. Ich bin auch letztens, keine Ahnung, einen Meter an jemandem mit dem Auto vorbeigeschnellt auf einer Autobahn, wo ich ihn überholt habe. So, jetzt wo du Rezo gesehen hast, zeig mal ein bisschen mehr Haut, schreibt Skarkos. Ey, der Rezo, ich weiß eh, der ist immer in meinen DMs, der Rezo, was der mir alles geschrieben hat, na, dass man auf der Gamescom, dass wir uns dann gegenseitig... Okay, ich habe ihm das geschrieben. Ich habe ihm geschrieben, ich warte, bis er dann pissen muss und dann stelle ich mich zufällig genau auf das Urinal neben ihm. Aber ich habe ihm auch gesagt, ich schaue nicht rüber. Nach Annies Video geäußert und gesagt, dass mehrere Personen, die an diesem Abend auf der Party waren, ihr gegenüber bestätigt haben, dass dieser Stuhlwurf nie existiert hat. Wir haben nämlich auch die Leute, die dabei waren in dieser... Das ist Milchbaum, by the way. ...Situation gesagt, dass das nicht stimmt mit diesem scheiß Stuhl. Alleine, und wer da jetzt sitzt und denkt, aber warte mal, bei Annies Video kam es mir so rüber, als hätte sie es voll bewiesen, dass ein Stuhl geworfen wurde. Die hatte doch Chatverläufe eingeblendet von einem gemeinsamen Freund, der diese ganze Story belegt hat. Dazu kann ich sagen, ja, so hat es Annie inszeniert, so kam es rüber. Aber warte, haben ihre gezeigten Chatverläufe diesen Stuhlwurf überhaupt belegt? Nein. Das habe ich mir nicht gedacht. Okay. Nicht wirklich. Das merkt man halt dann, wenn man mal Pause macht und sich diese Chatverläufe durchliest. Guckt sie euch gerne nochmal an. Ich schreibe... Okay, wir machen es nochmal. Aber mir mega gerne, to be honest, was mich angeht. Bin nervös, was die Explosion gestern angeht. Sowas darf halt nicht nochmal passieren. Okay, auf jeden Fall. Weil natürlich
du möchtest ja nicht, dass irgendjemand da neben dir sitzt und egal was passiert ist, man weiß ja nicht mal 100%, was passiert ist, einfach nur, dass Anni sich quasi über Maoki lustig gemacht haben soll. Das ist jetzt die Aussage von Ding. Habe ich auf dem Bildschirm gesagt? Ach, komm, ich tue mir das schwer, dem fucking meinen eigenen Gedanken zu folgen. So, bin nervös, was die Explosion angeht. So, wie steht's zu dem Gespräch? Also wärst du ready zuzuhören, ohne Trigger überhand ergreifen zu lassen? Ist es dann jetzt wohl so ein Leben als Outcast, weil man einmal einen Stuhl 10 Zentimeter geschoben hat und geknallt hat? Na, ich würde das nicht so runterspielen, Max. Die 10 Zentimeter sind egal, es ging darum, dass das überhaupt passiert ist. Okay, also dementsprechend, wenn man hier zwei verschiedene Bilder aufgemalt bekommt. Einmal, es wurde ein Stuhl auf eine Person oder gegen eine Person oder knapp daneben vorbeigeworfen. Zack. Dann liest sich das anders. Jo, ich würde das nicht runterspielen. Ey, 10 Zentimeter daneben und bla bla bla. Das klingt dann so wie, ja okay, in Wahrheit war das halt sehr, sehr knapp und du hast ihn sehr stark geworfen. Und jetzt ist das so, nee, ich würde das nicht runterspielen, dass du ausgerastet bist. Die 10 Zentimeter sind egal, weil natürlich, du hast ihn daneben dem vorbeigeschoben und sowas. Das ist scheißegal. Es geht darum, dass überhaupt dieser Ausraster passiert ist. Das ist Wahnsinn, was Kontext ausmacht. Ne? Ist dann jetzt wohl so ein Leben als Outcast? Ja, müssen wir mal den Stuhl fragen. Weil man einmal einen Stuhl 10 Zentimeter gehoben und geknallt hat. Und daraufhin sagt der gemeinsame Freund, die 10 Zentimeter sind egal, geht darum, dass das überhaupt passiert ist. Also er bestätigt ja damit, dass der Stuhl 10 Zentimeter gehoben wurde. Das bezeichnet er dann ganz offensichtlich. 10 Zentimeter war die Höhe? Ich dachte, es ging um die Breite. Unten als Werfen. Daraus einen Beleg ab. Bro, 10 Zentimeter. Wie viel sind 10 Zentimeter? So viel. Spaß. Keine Ahnung. So? So ungefähr? 10 Zentimeter? Bro, das ist nicht mal. Was ist das? Oh, ich hab original. Du hebst ja deinen Stuhl generell so, oder naja, wenn du ihn hinstellst, dann hebe ich ihn schon höher als 10 Zentimeter. Ja. Abzuleiten, das ist meine Waschmaschine springt höher. Deine Aussage war, ich hätte einen Stuhl, wie Anni es behauptet, auf einen Gast geworfen und ihn nur knapp verfehlt, ist etwas konstruiert. Es würde auch gar nicht passen, weil wenn ich wirklich einen Stuhl geworfen hätte, dann hätte dieser gemeinsame Freund ja auch nicht geschrieben, dass er keine Angst hat und dass allgemein keiner von den Leuten... Mir hat das keine Angst gemacht. Nee, ein Stempel war das nicht, keine Sorge. Achso, keiner hat Angst vor dir, das hat keiner. Ist wie gesagt kein Stempel. Das macht Sinn. Angst hat. Er schreibt sogar, dass ich nicht gewalttätig war. Einen Stuhl auf eine Person zu werfen, wäre definitiv gewalttätig. Das stimmt. Fazit, drei Personen bestätigen in diesem Video, dass ich keinen Stuhl geworfen habe. Und die Chatverläufe aus Annis Video von dem gemeinsamen Freund widerlegen das nicht. Sondern wenn man die wirklich liest, dann klingen die auch nicht so, als hätte ich einen Stuhl auf eine Person geworfen. Eben, und Annis Aussage war, Maoki wurde handgreiflich. Also handgreiflich, weiß nicht, was da die Definition ist, aber das würde für mich bedeuten, yo, ich greife dich mit der Hand an. Also in Wahrheit so, ich möchte dich irgendwie physisch angreifen. Jetzt nicht so, ich schlag dir ins Gesicht, also das auch, ne? Aber es kann ja auch sein, nur irgendwie, keine Ahnung, ich pack dich so an der Wrist und ich sag so, jetzt hör mir mal zu, du kleiner Schlawiner. Oder ich ziehe dir deine Ohrwascheln über den Sack. So. Gewalttätig, ja, genau. Handgreiflich gegenüber dem Stuhl? Ja, maybe. Und schon gar nicht gewalttätig. Die Sache ist eigentlich für jeden klar erkennbar. Anni hat künstlich aus dieser Sache etwas viel Größeres und Gefährlicheres gemacht. Weil es zu dem passt, wie sie mich anderen gegenüber darstellen will. Eine Frau mit paranoider Schizophrenie, die außer Kontrolle ist und unberechenbar ist. Diese erfundene Geschichte von einem Stuhlwurf auf einen Gast hat Wahnsinn. Vielleicht einfach zu gut in dieses Bild reingepasst. Wahnsinn. Zusätzlich zu diesem erfundenen Stuhlwurf behauptet Anni übrigens auch noch, ich wäre ihr gegenüber handgreiflich. Und jetzt stell dir mal vor, was passiert wäre, wenn Maoki wirklich sowas gemacht hätte. Was wäre dann die Story gewesen? Geworden und das in einem extremen Maß. Ich habe mir immer geschworen, dass wenn jemals wieder jemand mir gegenüber handgreiflich wird, und zwar auch in so einem extremen Maß, das für mich eine absolute Dead. Aber was heißt doch ihr gegenüber? Was ist da? Das ist mir gar nicht aufgefallen, wenn jemand mir gegenüber handgreiflich wird. Ich weiß nicht, wie sie gesessen sind, aber ich meine, ich glaube, Anni hätte das erwähnt, wenn sie die Person gewesen wäre, auf die der Stuhl geworfen wurde. Aber das war ja nicht der Fall, oder? At end.
Weil ich diese Grenze überschritten hätte, also handgreiflich in einem extremen Maß ihr gegenüber war, hat sie dann das Gespräch mit mir nicht mehr zugelassen. Und das ist ja noch merkwürdiger als dieser erfundene Stuhlwurf, denn den Stuhl gab es ja wenigstens wirklich, den habe ich ja wirklich wütend an den Tisch geschoben. Aber eine Handgreiflichkeit zwischen Annie und mir in einem extremen Maße, das ist halt genauso erfunden und wird auch nirgendwo belegt. Ich finde das dann halt auch noch sehr, sehr schade, dass sie, und ich kann mich daran erinnern, dass Annie dann auch noch kontextuell erwähnt hat, dass sie das in ihrer Kindheit, glaube ich, dann auch noch so mitbekommen hat, dass sie da irgendwelche Sachen widerfahren worden sind und sowas und dann halt darauf eingeht. Weil mir wird das einleuchten, wenn das quasi wirklich so passiert wäre, wie das Annie hier beschrieben hat. So, yo, Maoki wusste davon, dass mir sowas damals passiert ist und sie ist aber trotzdem so ausgerastet und das mit dem Stuhl und bla bla bla. Natürlich, das kriegst du wieder ein Flashback und dann bist du auf einmal voll durcheinander und dies und das und jenes. Aber ich meine, es ist halt irgendwie sehr, sehr schade. Es gibt keinen Chat, in dem das vorkommt. Und auch die Zeugen wissen nichts davon. Selbst ihr Zeuge weiß nichts davon. Abschließend könnt ihr euch ja mal fragen, wenn ihr einen Abend mit Freunden verbringen würdet und irgendjemand würde einen Stuhl auf eine Person werfen und sie nur knapp verfehlen und es gäbe auch noch extreme Handgreiflichkeiten zwischen zwei Personen, dann würde ja wahrscheinlich jeder davon wissen und sich daran erinnern können. Oder? Ich habe jetzt Nein. Der nicht. Mehrfach gezeigt, wie Annie in ihrem Video Dinge verdreht und euch versucht zu manipulieren. Das habe ich euch anhand von einer Reihe von Zeugenaussagen, von Annies Sprachnachrichten und von anderen Belegen zweifelsfrei zeigen können. Aber es gibt noch so viel mehr. Ich habe ja jetzt alle Hauptpunkte von ihr klar widerlegt. Ich könnte jetzt noch länger weitermachen und noch über so viel mehr sprechen. Zum Beispiel sagt sie am Anfang des Videos, dass sie nichts veröffentlichen wird, was ich nicht bereits schon veröffentlicht habe oder angedeutet habe. Ich will noch mal ganz deutlich sagen, dass ich nichts veröffentlichen werde, was nicht schon durch Maoki veröffentlicht worden ist oder zumindest angedeutet worden ist. Und dann liegt sie im selben Video ganz viele Sachen, die ich weder veröffentlicht habe noch angedeutet habe. Zum Beispiel liegt sie angebliche Infos über mein Privatleben. Übrigens, wenn man in den Chat genau hinschaut, bei denen merkt man auch, dass sie immer für mich entscheiden will, was richtig und was falsch ist. Die nichts mit dem Thema zu tun haben. Oder sie liegt sensible medizinische Daten und konkrete Medikamente, die nie Thema waren. Oder ich könnte auf die zahlreichen Widersprüche eingehen, die sie in ihren Aussagen macht. In ihrem Video stimmt sie mir plötzlich zu, dass ich immer Nein sagen konnte. Stimmt es, dass du nie Nein sagen konntest? Nein. Und das stimmt, das habe ich auch so wahrgenommen, dass sie eigentlich immer, wenn sie keinen Bock auf irgendein Event oder eine Unternehmung hatte, eigentlich Nein gesagt hat. Da sagt sie, dass ich immer Nein sagen konnte und dass sie das immer so aufgefasst hat. In ihrem ersten Video sah das aber... Stell dir vor, ey, Annie hätte einfach nie ein Statement gemacht. Ich kann mich noch erinnern, wo wir hier gesessen sind und ich habe gesagt, ich glaube nicht, dass ein Statement kommt. Und ich glaube, es wäre einfach besser gewesen, oder? Einfach durchziehen, einfach weitermachen. Einfach sagen, oh, fix, Maoki, habe ich noch nicht gesehen. War noch ganz anders aus. Wir hatten aber ein sehr großes Thema, was sich nach ein paar Jahren rauskristallisiert hat. Und das war, Maoki fällt es schwer, mir Nein zu sagen. Wir hatten insgesamt zwei Gespräche darüber. Also sagt sie, sie hat es immer so aufgefasst, dass ich Nein sagen konnte. Flip. Aber gleichzeitig war es ein großes Thema, dass ich nicht Nein sagen konnte. Und wir hatten sogar aktiv Gespräche darüber. Ja? Klingt plausibel. Oder ich könnte einfach darauf eingehen, dass sie auf verschiedene Vorwürfe von mir gar nicht eingegangen ist. Zum Beispiel, dass sie innerhalb vom selben Stream sich völlig widerspricht. Therapeutenanzahl, erst sind es drei. Ich habe jetzt noch mit drei anderen Therapeuten geredet. Dann sind es zwei. Dann führe ich mit Therapie weiter, das ist eine Therapeutin in Deutschland. Ist dies in Deutschland, wir machen das online. Also ich habe ja aktuell zwei Therapeuten. Dann ist es nur noch einer. Ich trinke Therapeuten, aber das hört mit Qualifikation bald auf. Ja, das ist auch keine Therapeutin. Dann ist es der Verdacht von vielen Therapeuten. Nachdem halt jetzt der Verdacht von vielen Therapeuten kam. Und Flip. Ich habe ungefähr zweimal die Woche Therapiegespräche. Flop. 30 Stunden in zwei Jahren, nein, 30 Stunden in den letzten fünf Wochen. Gib mir noch einen Flip. Und ich habe aktuell, also seit das Ganze losgegangen ist, habe ich ungefähr mindestens zwei bis dreimal die Woche eine Stunde gehabt, ja. Flop. Das hatte ich ja bereits in meinem letzten Video angesprochen. Und so könnte ich hier noch auf alle Kleinigkeiten eingehen und diese der Reihe nach exposen. Aber ich möchte mich wirklich nicht in Kleinigkeiten verlieren.
Schau mal den Tweet von Nellas Tweet an, dann weißt du, warum, warum das darum ging. Okay, warte mal, ich versuche das hier nebenbei kurz rauszusuchen. Weil auch das ist eine Taktik in solchen Fällen. Einfach so viele Nebenschauplätze aufmachen, dass man überhaupt nicht mehr den Überblick hat, worum es denn wirklich geht. Erwähnenswert ist allerdings ein ganz neuer Vorwurf, der jetzt ganz neu im Raum steht. Okay. Und zwar der Verdacht, dass Annie in ihrem neuesten Video Beweise bzw. Zeugenaussagen manipuliert oder gefälscht hätte. Also, dass Annie in... Oh, der Dingsdibumsdi, der... Genau, der, die Sprachnachricht. Dem, ja, was sie sagt, regelmäßig nicht bei der Wahrheit bleibt. Bin gespannt, das wissen was sie wir ja sagt. Mittlerweile schon. Da gab es ja zum Beispiel Aussagen von ihr, wo sich zum Beispiel danach der ehemalige Cutter bzw. ein anderer Mitarbeiter noch zu Wort gemeldet hatten und auch gesagt haben... Ach so, okay, ja. Nee, das stimmt so gar nicht, was sie gesagt hat. Okay, warte mal, bevor wir auf das Thema eingehen. So, ich öffne jetzt Twitter. Wo fängt denn das an? Okay, warte, ich mache hier einen Screenshot, weil sonst ist es hier blöd, wenn ich da mit dem Account das euch zeige. So. Kann man das hier einblenden? Jawohl, funktioniert das? Ja, es hat hin. Okay. Hey, Anni, du Duck. Oh, bist der Presse fett. Egal, dass niemanden... warte mal, worum geht's da? Warte mal. Ich bekam die Nachricht, dass mein Vater gestorben ist. Ach so, stimmt, das war 2023. Danke euch für die Unterstützung und Ratschläge. Okay, sie hat jetzt auf den Tweet nochmal geschaut. Hey, Anni, du Duck. Du hast jemanden diese Scheiße über Mauki TV erzählt, dessen Vater daran gestorben ist, weil er aufgrund seiner paranoiden Schizophrenie sich nie behandeln hat lassen und auch sein Diabetes nicht. Du hast jemanden diese Scheiße über Mauki erzählt, dessen Vater daran gestorben ist, weil er aufgrund seiner paranoiden Schizophrenie sich nie behandeln hat lassen und auch sein Diabetes nicht. Okay, also das ging um eine Familiengeschichte und sie hat das quasi so aufgebaut, als würde es da um Mauki gehen. Warte mal, da geht es noch ein bisschen weiter. Jeder, der derartige Diagnosen unterstellt, um die Glaubwürdigkeit von jemandem zu entkräften, ist erbärmlich und schamlos. Blöd gelaufen. Wahnsinn. Okay, gut, ja. Dann machen wir weiter jetzt mit der Thematik. So, wir waren bei dem Cutter, das ist nur für den Kontext. Wir waren bei dem Cutter, der hat nämlich geschrieben, oh Junge, ihr habt das Statement reingeskippt und geschaut, was zu mir gesagt wird, wird er tatsächlich namentlich erwähnt. Wir haben nächtelang geredet und telefoniert. Nein, ich glaube, wir haben insgesamt so kamen drei Telefonate zustande, die wir privat hatten. Das dritte war dann, wo sie mich rausgeschmissen hat. Ich habe nie erwähnt, dass es grundlos war. Nur 3-4 Videos stimmt halt für den Anfang, als wir 2 Cutter waren, wobei einer relativ früh abgesprungen ist, nachdem eine Assistentin mit im Team war. Genau, das war irgendwie der Typ, der wurde gegangen von seinem Job als Cutter bei Annie the Duck. Und sie hat danach behauptet, dass sie den Leuten da irgendwie geholfen hat, neue Jobs zu finden oder irgendwie, ich weiß gar nicht, da irgendwie herumzukommen oder sowas. Und ich glaube, bei manchen war das dann vielleicht auch der Fall. Ich bin mir ein, dass irgendwer da auch gesagt hat, so ja, das stimmt oder mir wurde geholfen und dies und das und jenes. Und sie hat natürlich auch ein großes Team gehabt. Das Ding ist ja, das waren ja nicht Leute, die bei ihr angestellt waren, sondern das waren Leute, die bei ihrem Management angestellt waren. So, das war das Ding. Und nachdem sich das Management von ihr aufgelöst hat, den Vertrag, sind halt dann auch die Cutter oder generell die Mitarbeiter da irgendwo in der Luft gestanden. So, Workload war hart. Ja, es gab Nachfragen, ob ich das packe. Durch den allgemeinen Umgang mit ihr habe ich... Ah, fix, das habe ich ganz wieder vergessen. Durch den allgemeinen Umgang mit ihr, mit mir habe ich mich nie in der Position gefühlt, da irgendwas ansprechen zu dürfen. 2 Jahre Moderator ist auch falsch. Es waren mindestens 3,5 Jahre. Okay, also er war Mod bei ihr, dann war er Cutter. Dann war der Workload sehr, sehr viel. Irgendwann einmal hat sie dann auch wen anderen eingestellt. Der ist dann gleich wieder abgesprungen. Und dann wurde er gegangen, weil er fix, ich weiß nicht, ob das der ist. Ich möchte ihm das jetzt nicht unterstellen, aber da gab es eine Person, die hatte einen Twitter-Account, auf dem sie gepostet hat, dass die Arbeitsverhältnisse bei Annie sehr schlecht sind. So. Und dann hat sie gesagt, aufgrund dessen habe ich dich gekündigt. Ich glaube, das war das. Er wurde gegangen. Ja, das sagt man
schön. Ne? Ich weiß nicht, ob das der war oder ob das ein anderer war, aber irgendwer hatte da so einen Twitter-Account und der hat das dann so gepostet oder so. Und ich kann mich noch erinnern, da habe ich gesagt, ja, das finde ich gar nicht mal so unberechtigt, weil wenn ich jetzt zum Beispiel einen Cutter hätte, natürlich, wenn die Arbeitsbedingungen schlecht sind, dann ist es in erster Linie meine Schuld, aber ich hätte dann halt auch keinen Bock, dass der da halt irgendwo online, während er für mich cuttet und während er halt mit mir da Kontakt hat und sowas, ohne dass ich das weiß, halt öffentlich gegen mich shootet, so. Das ist halt nicht cool. Ja, aber so oder so war das die Situation. So, was ist jetzt zu dem? Oder auch eine Person, die mal für Anni Katzensitterin sein sollte und sich nach Annis Statement dann auch gemeldet hat und gesagt hat, nee, das stimmt so gar nicht, was Anni hier sagt, das ist nicht die Wahrheit. Insofern ist der Vorwurf, Anni stellt Dinge falsch dar und verdreht die Wahrheit oder sagt nicht die Wahrheit, gar nicht neu. Aber der Vorwurf, Anni manipuliert Belege, der ist neu, der steht neu im Raum. In ihrem Video zeigt sie nämlich als Beweis eine Zeugenaussage via WhatsApp-Sprachnachricht. Vielen Leuten ist in dieser Sprachnachricht bereits aufgefallen, dass da zwei Worte ganz merkwürdig klingen. Boah, shit. Also meinst du jetzt auch, dass es manipuliert? Weil ich hätte tatsächlich getippt, dass es das nicht ist. Mittlerweile wurde das ziemlich gut unter die Lupe genommen. Und hier ist jetzt die Analyse vom YouTuber Seind, der sich sehr gut mit Audiobearbeitung auskennt. Der hat jetzt nämlich in seinem neuesten Video die Audiospur etwas wieder bereinigt und die Verzerrung etwas rückgängig. Bro, der Typ wird jetzt exposed, der das gesagt hat. Ich skippe jetzt ein bisschen durch, aber wenn ihr das Originalvideo schauen wollt, ist es unten in der Videobeschreibung verlinkt. Spruch hat sie Zeint, okay. Uns gegenüber betont und auch zum ersten Mal erwähnt, dass sie ihre Tabletten nicht mehr nimmt und nun endlich wieder ihre Wut spüren kann und klar sehen kann und... Hat sie überhaupt, dass sie ihre Tabletten nicht mehr nimmt seit kurzem und sie sieht so alle... Genau, das war das. Hat sie behauptet, dass sie ihre Tabletten nicht mehr nimmt. Shoutout, Mautout. Ey, guter Mann. Wie heißt er? Zaint. Ey, der hat einen schönen Algorithmus. Den will ich abonnieren. Zaint. Bist du deppert? Das ist ja ein fescher junger Mann. Geht mal rüber zu dem und subt ihm. Da habe ich gemeint, dass ich mir vorstellen kann, dass aufgrund von der starken Komprimierung oder wie auch immer man das nennt, dass es einfach hier so ein Wupp, da ist einfach mal kurz passiert, dass dieses Programm einfach so ein bisschen reingeschissen hat und so. Genau, dementsprechend safe. Und es kann aber auch sein, dass da jemand was anderes reingesprochen hat. Aber ich habe mir in dem Moment auch gedacht, das habe ich zwar nicht gesagt, aber ich habe mir in dem Moment auch gedacht, wenn Anni theoretisch so eine Sprachnachricht fälschen würde, würde sie sich so schlecht fälschen? Also jetzt so, ich weiß, vielleicht ist jetzt nicht die Expertin oder sonst was. Es ist noch nicht, by the way, es ist noch nicht bestätigt, ob das gefaked ist oder nicht, ne? Das hier nur mal zur Info. Es könnte auch sein, dass es hier 100% real ist und sowas. So, aber wir schauen uns das gleich an. Auf jeden Fall, würdest du dann einfach mit deiner Stimme, ohne es irgendwie runter zu pitchen, darüber sprechen? Ich könnte auch, und das wäre wesentlich smarter, einfach auf 11 Labs gehen und irgendeine Stimme nehmen und da einen Text eingeben. Matter of fact, ich könnte innerhalb von 4 Minuten könnte ich dir Maukis Stimme klonen und dann einfach eine Sprachnachricht erstellen. Und jeder wird glauben, es ist real. Lady Bradington, dankeschön. Ohne Spaß. KI wird in den nächsten Jahren sowas von, also in spätestens so 2 Jahren, da hast du dann Videos. Da hast du dann das Video auf einmal, wo Mauki den Stuhl so raufnimmt und dann durch die Gegend schmeißt. Und zwar mit 4 verschiedenen Stühlen. Erstmal klar, im Leben. Da ich mich nicht. Und genau darum geht's. Hören wir nochmal ganz kurz, ganz genau da rein. Hat sie überhaupt, dass sie ihre Tabletten nicht mehr nimmt, seit kurzem. Tabletten nicht mehr nimmt. Deswegen habe ich mir jetzt einfach mal die Audiodatei hier reingepackt. Ey, in FL Studio. Schön mit dem EQ. Packt in FL Studio und den Teil da rausgeschnitten, um den es geht. Wir hören einfach nochmal rein. Hat sie überhaupt, dass sie ihre Tabletten nicht mehr nimmt, seit kurzem. Und sie sieht so alle erstmal klar in ihrem Leben. Ist genau dieselbe Stelle wie erstmal klar in sehen kann und hat sie überhaupt, dass sie ihre Tabletten nicht mehr nimmt, seit kurzem. Und sie sieht so alle erstmal klar. Es ist also die Originalstelle, die ich da rausgenommen habe. Ich habe selber bis jetzt hier noch gar nichts gemacht. Jetzt ist es ein bisschen blöd, jetzt haben wir den Pitch ein bisschen verändert, aber den können wir ja hier anpassen. Hören wir uns jetzt nochmal komplett zusammen an. Warte mal. Tabletten nicht mehr nimmt seit kurzem? Warum klingt denn die Stelle in der Mitte, die recht abgehakt ist, weiblich? Und guckt auch gerne mal hier in der Mitte. Bei der Audio, die da durchs Handy gemacht worden ist, eine geringere
Qualität hat, als das danach eingesprochene ist, sieht man hier in dem, naja, mit bzw. High-End bisschen mehr Action. Aber sobald das nicht mehr ist, geht es hier ein bisschen rein. Diese kleine Pause, die man dort gesehen hat, die auch... Ja gut, das ist... Das, was er hier macht, ist einfach nur eine Visualisierung vom Sound. Also quasi, wenn du einen extremen Bass hast, dann siehst du den hier unten. Und was man dann teilweise macht, ist, man nimmt den Bass ein bisschen weg, damit das nicht so basslastig ist. Ich habe ungefähr genau das Gleiche auf meinem Mikrofon. Ne? Da hast du auch immer solche Einstellungen, solche Presets quasi da drauf. Also wenn ich jetzt extrem hohe Sounds habe, wie ein S oder ein Z oder was auch immer, dann habe ich hier so einen Ausschlag hier, so zack. Deswegen, man nimmt das hier so ein bisschen runter und das ein bisschen den Bass weg oder dann die Mitte ein bisschen höher. Das heißt, es ist einfach nur eine Visualisierung. Ich glaube, was geil wäre, wenn er jetzt diesen mittleren Part auch noch besser pitcht. Er dafür zeugt, dass da irgendwas anderes ist. Und um das Ganze mal abzuschließen, habe ich jetzt hier mal noch ein paar Clean-Up-Elemente reingemacht. Alles mal möglich, um das Ganze ein bisschen zu säubern. Und ich habe versucht, auch mal den Pitch so gut wie möglich jetzt anzupassen. Ihr habt es nochmal. Okay, ich glaube, wir können uns einig sein, dass das auf jeden Fall reingemacht worden ist. An dieser Stelle nochmal ein Shoutout an den Creator Sein, der hat... Ja, das Ding ist halt, ey, es könnte 100% sein. Es könnte 100% sein. Nur ich weiß nicht, ob das nicht auch von dem Programm, mit dem sie diese Stimme verzerrt hat, gemacht werden könnte. Es könnte sein, dass es Bullshit ist. Was fast schon besser gewesen wäre, wenn du den mittleren Teil rauscuttest und runterpitcht, sodass er auf der gleichen Höhe ist wie die zwei anderen. Weil, wenn ich jetzt zwei verschiedene Stimmen hätte und die auf die gleiche Tonhöhe bringe, dann würde ich ja trotzdem hören, ob es eine andere Stimme ist oder nicht. Du würdest ja meine Stimme differenzieren können von der Stimme von Alpha Kevin, auch wenn wir in der gleichen Tonhöhe sprechen. Weißt du, was ich meine? Das wäre dann irgendwie besser. Also es könnte sein, dass es hier gefaked ist, aber das ist kein hundertprozentiger Beweis für mich, dass es das nicht wurde. Beziehungsweise, es geht ja hier nochmal um den Kontext. Und das war letztes Mal mein Punkt, dass es theoretisch egal wäre, ob das gefaked wäre oder nicht, oder theoretisch egal sein könnte, weil, nochmal zur Info, das spielt auf die, achso, na, plötzlich nicht auf diesen, auf diesen Moment ab, wo Mauki den Stuhl sehr schnell bewegt hat und dann gesagt hat, irgendwas von wegen, also in dem Moment, dass sie ihre Tabletten nicht mehr nimmt. So, das heißt, sie hat diesen Stuhl bewegt, hat dann gesagt, yo, ich nehme meine Tabletten nicht mehr. Ergo denken sich all diese Leute, aha, okay, sie hatte diesen Ausraster, weil sie ihre Tabletten nicht mehr nimmt und nicht mehr mit ihren Gefühlen, weil sie sich nicht kontrollieren kann, ungefähr. Aber wäre das jetzt ohne diesen nicht mehr, dann könnte man auch den Case machen als Annie the Duck, dass du sagst, Mauki nimmt ihre Tabletten und aufgrund der Tabletten hat sie so einen Ausraster. Die werden ihr aber vom Arzt verschrieben, deswegen kannst du auch mit diesen Tabletten ihr nicht mehr glauben. Ist das nachvollziehbar? Nella hat unter ihrem Tweet noch erklärt, wie der Kontakt zu Annie zustande kam. Achso, ja, das kann sein. Ich schau mal, ob ich das finde. Hat nämlich diese Analyse. Also okay, es kann sein, dass es gefaked war. Es kann aber auch sein, dass es nicht gefaked war. So oder so ist es eine sehr weirde Audio-Nachricht. Analyse gemacht und wie gesagt, das Video ist in der Videobeschreibung unten drin. Guckt es euch gerne an. Und auch sehr gerne berichtigen, falls ich den Namen falsch ausgesprochen habe. In den Kommentaren sieht man auch ganz deutlich, dass sehr, sehr viele Zuschauer das sehr, sehr sus finden. Manche sagen, dass dieses scheinbar Eingefügte nicht mehr wie Annie selbst klingt. Vielleicht ist das der Fall, vielleicht nicht. Also wenn Annie sich selber eingefügt hat in eine Sprachnachricht mit ihrer Stimme, in eine Sprachnachricht von irgendeinem Boy, dann wäre das mega dämlich. Ich glaube, letztlich beweisen lässt sich nicht, was da genau mit dieser Audio gemacht wurde. In jedem Fall kann ich aber sehr gut verstehen, dass viele jetzt diesen Manipulationsverdacht haben.
Ist halt schade, dass sie nicht weiß, wer das jetzt gesagt hat, weil dann könnte man quasi im Hintergrund oder hier der Zeitschriftausträger Rezo könnte dann im Hintergrund einfach hingehen und das dann sagen. Ich will nicht sagen, dass die Audio manipuliert klingt, aber sie klingt schon irgendwie ein wenig manipuliert. Yo, hey, wait, das klingt sogar nach Anni, oder? Dieses nicht mehr klingt sogar nach Anni. Ich fand es auf jeden Fall relevant genug, um es als Thema mit hier reinzunehmen. Also neben dem Thema der sehr weirden Audionachricht habe ich mich jetzt mit den vier großen Punkten aus Annis Video beschäftigt. Okay. Und ich wollte mich einfach nicht in Belanglosigkeiten verlieren und euch jetzt nochmal 50 neue WhatsApp-Nachrichten um die Ohren hauen. Stattdessen habe ich jetzt lieber klare Fakten, Belege und Zeugenaussagen eingebracht. In allen Punkten bleibt also, meine Vorwürfe waren nicht ausgedacht. Anni hat nichts bei mir exposed, auch wenn sie so tut. Und sie hat auch nichts entkräftet. Sie hat versucht abzulenken und zu verwirren, in der Hoffnung, dass viele Zuschauer das nicht checken. Und bei vielen ist es wahrscheinlich auch gelungen. Ich verstehe zwar nicht, warum sie denkt, dieses Video wäre eine gute Idee gewesen, denn wie ihr jetzt merkt, steht sie jetzt noch viel schlechter da. Und ja, es ist true. Das Video war von ihr, das Video von Anni war sehr, sehr gut, bis zu dem Zeitpunkt, wo man das entkräften kann. Und es war klar, dass es entkräftet wird. Nur möglicherweise hat Anni nicht damit gerechnet, dass Maoki zugeben wird, was der Grund von der Party ist, damit sie halt selber nicht schlecht dasteht. Möglicherweise hat sie nicht damit gerechnet, dass der Boy, der Daniel, aussagt gegen sie, weil er war ja, ich weiß nicht, er war closer Geschäftspartner von ihr oder so. Vielleicht hat sie auch nicht damit gerechnet, dass das mit Eva dann nochmal aufkommt. Und vielleicht hat sie auch nicht damit gerechnet, dass sie dann nochmal andere, oder? Na, das waren schon ältere Chats von diesem Vergewaltigungsthema da, dass das dann nochmal aufkommt. Ari TV, danke schön. Also bis jetzt alles, was in dem Video vorgekommen ist, vielleicht bis auf die Sprachnachricht, kann ich sagen, dass ich da zu 99,9% dahinter stehe. Natürlich, es kann immer sein, dass da noch irgendwas rauskommt und dass auf einmal rauskommt, aha, nein, das war alles nur eine Astralreise und die Party hat es gar nicht gegeben oder so, weiß ich nicht. Aber ja, natürlich. Und weil Anni es so darstellen will, als wäre ihr Shitstorm nur wegen mir passiert. Vierten Mal hat Maoki in ihrem Stream einen Wutanfall wegen einer Donation bekommen, in der mein Name erwähnt worden ist. Daraufhin hat sie extrem hart gegen mich öffentlich geschossen und einen sehr, sehr, sehr großen Shitstorm ausgelöst, der bis heute hin an. Möchte ich noch einmal betonen, das hier ist kein Drama, das hier ist kein Beef zwischen zwei Personen. Es geht hier um verschiedene ernste Vorwürfe von vielen Menschen gegenüber Anni. Und auf viele davon ist sie bis heute nicht eingegangen. Ich werde euch deshalb nochmal ganz kurz vor Augen halten, worum es hier eigentlich wirklich geht. Wie gesagt, die Situation, die gerade besteht, ist kein Anni versus Maoki. Sich in kleinen, belanglosen Punkten zwischen Anni und mir zu verlieren, hilft niemanden und lenkt auch komplett von den sehr wichtigen Themen ab. Denn es gab so viele verschiedene Menschen, die sich aus verschiedenen Kreisen und Bubbles mit negativen Erfahrungsberichten zu Anni gemeldet haben. Allein diese ganzen Leute haben sich zu Anni... Shioka. Sophie Storm. André. Any Noob. Real Funk. Anni selbst geäußert. Und das ist nur ein Teil der Leute. Ich muss nur eine Person... Ah, da ist Rezo nicht mal drinnen. Aber da fehlen sogar noch einige und unter anderem auch noch die ganzen anonymen Zeugen, die sich geäußert haben. Und hinter den Kulissen haben sich privat noch viel mehr Menschen ausgesprochen und von eigenen Erfahrungen mit Anni berichtet. Und ich kann all die Vorwürfe, die gegen Anni erhoben wurden, kaum aufzählen. Das würde den Rahmen dieses Videos komplett sprengen. Da geht es nicht nur um Schmierkampagnen gegen mich, sondern auch gegen andere. Es geht um verschiedene Mitarbeiter, die von katastrophalen Arbeitsbedingungen berichten. Es geht um die Vernachlässigung von Katzen. Es geht um viele Fälle, in denen Anni etwas Falsches öffentlich behauptet hat und von verschiedensten Leuten dabei jeweils exposed wurde. Zum Beispiel, dass ihre Mitarbeiter vermittelt wurden, was von Mitarbeitern dementiert wurde. Oder dass ihre Katzensitterin sich geirrt hat, um welche Katzen und Wohnung es sich gehandelt haben soll. Was von der Katzensitterin dementiert wurde. Dingsdi, wenn, ganz kurz, nochmal wegen Stay, weil das mache ich hier in den Chat schreiben. Bei Stay war das dann nur wahrscheinlich der Cutter, oder? Weil, so wie ich das rausgelesen habe, waren ein paar Cutter von Anni, dann nach der Auflösung vom Vertrag sind die dann zu Stay geswitcht. Und Stay selber hat aber nichts mit ihr zu tun, oder?
Es geht um eigene Widersprüche in ihren Statements und Streams. Es geht um Übergriffigkeiten und Bloßstellungen von anderen. Es geht um fragwürdige sexuelle Inhalte auf Partys, in denen sich Betroffene sehr unwohl gefühlt haben. Und das waren nur Sachen, die ich in meinem Video thematisiert habe. Es gibt noch mehr Vorwürfe. Zu vielen dieser Themen habe... Es wurde an Stay herangetragen, dass es auch über ihn Gerüchte gibt. Holy shit. Nicht nur ich mich gemeldet, sondern auch andere Menschen. Ich wüsste keinen vergleichbaren Fall in dieser Szene, wo so viele ernstzunehmende Vorwürfe im Raum stehen und von so vielen verschiedenen Menschen bewiesen. Ach so. Okay. Okay. Ja, gut. Okay. Ich sage mal nichts. Oder ausgesprochen worden sind. Und ich hoffe, dass Anni diese Vorwürfe endlich. Ja. Da war irgendwas mit Kinder-P-Vorwürfen oder sowas vor ein paar Jahren. Und ich hab gesehen, dass das halt nicht stimmt, so. Ne? Oder was ist gesehen? Ne? Ich hab Aussagen gesehen, die das halt dementieren. Über 2.000 Viewer. Ja, ich glaube, das ist das erste Mal in meinem Leben, wo wir das ohne Raid geschafft haben. Shoutout. Dankeschön. Endlich aufarbeitet. Ich hoffe, dass sie nicht schon wieder ein Video macht. By the way, habt ihr schon von Holy... Dem sie auf nur einen Bruchteil der Vorwürfe eingeht oder Vorwürfe... Also ganz kurz, nur, dass ihr das wisst, bei Stay, diese Vorwürfe, die sind überhaupt nicht konkret oder sonst was. Ne? Da hat einfach nur irgendwer irgendwas behauptet. Und dementsprechend kriegst du das dann nicht mehr weg von dir. Komplett ignoriert. Oder Vorwürfe so verändert und verzerrt, dass man gar nicht mehr checkt, um welche Vorwürfe es eigentlich ging. Ich möchte jetzt auch nicht unendlich Videos hin und her machen, weil es eben nicht einfach nur um Anni und mich geht, sondern um viel mehr Vorwürfe. Ja, ich und ein paar andere werden vielleicht auch rechtliche Schritte gehen müssen, wenn das nicht bald ein Ende findet. Ich habe jetzt innerhalb von wenigen Tagen sehr viel Zeit hier reingesteckt, um euch alle Beweise und Belege und Zeugenaussagen so aufbereiten zu können, damit ihr euch ein besseres Bild machen könnt. Zieht daraus eure eigenen Schlüsse. Passt auf euch auf, seid gut zu euch selbst und hoffentlich auf Nimmerwiedersehen auf diesem Channel. Ich sage euch ehrlich, dieses Video, ey, ich wünschte, ich könnte, pass auf, ich hau auf meine... Ja, es hat nicht funktioniert. Ich wünschte, ich könnte da fester draufhauen auf diesen Like-Button. Wahnsinn. Ich habe mit Sachen gerechnet, die dementiert werden könnten, die ausgehebelt werden könnten und so weiter und so fort. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass das komplette Konstrukt von manchen Argumenten einfach weggeworfen wird und neu aufgebaut wird. Wahnsinnig gut gemacht. Sehr schön aufgearbeitet, wie viele auch geschrieben haben. Sehr gut, dass sie so ruhig geblieben ist und dass sie das einfach so erzählt hat, wie es ist und belegt hat und fertig aus und das war's. Was soll ich sagen? Ich kann mir nicht, ich meine, ich habe schon einmal gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass da Anni dann nochmal so ein Statement dazu abgibt oder sowas. In Wahrheit, ich weiß es nicht. Es wäre sehr unklug, wenn sie das machen würde. Ich glaube, je mehr sie versucht, da ein Bild zu zeichnen von Sachen, die passiert sind oder die nicht passiert sind, die man dann aushebeln kann, desto mehr wird ihr das im Endeffekt auch in den Rücken stechen oder so. Aber ich bin gespannt.